kurzen einleitenden Worte sagen, bevor dann wirklich dann noch der Hauptteil dann zum Zuge kommt, während die auch hier sind. Wir haben ja eine lange Tradition der Europagespräche mit der Universität Wilhelmshaven. Seit dem Wintersemester 2006-2007, habe ich vorhin auch noch mal ganz frisch nachgelesen, arbeiten wir schon zusammen und freuen uns jedes Mal, dass diese Themen so viel Anklang finden und deswegen jedes Mal auch wirklich volle Mitte haben, wie man so schön sagt. Und auch heute hat Professor Gehler ja wieder eine Kapazität auf dem Thema oder für das Thema Europa auch heute hier für Sie organisieren können, Herr Stratenschulte, der dann auch gleich den Rahmen hier schaffen wird. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe auf eine angeregte Diskussion, auf einen interessanten Austausch. Das Thema, jetzt lese ich doch lieber nochmal ab, und jetzt die EU nach der Wahl und vor der Entscheidung. Ich glaube, das Thema begleitet uns ja seit Monaten, eigentlich schon immer, aber aktuell ist es ja wieder sehr frisch und interessante Personalvorschläge, die jetzt auch natürlich wieder mit der aktuellen Presse begeistert sind, in denen vielleicht auch nicht jeder so rechnen konnte, der sich nicht mit damit täglich auch beschäftigt. Und ich glaube, da gibt es viel zu bereden, nachher auch viel zu diskutieren, viel zu erzählen. Und darum will ich auch nicht länger davon abhalten, dass jetzt wir zur Tat schreiten darf, an Professor Gehler übergeben und wünsche Ihnen einen angeregten Abend, gute Gespräche und seien Sie für die nächsten anderthalb, zwei Stunden unsere Gäste und viel Spaß dabei. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Hartmann von der Volksbank Hildesheim, sehr geehrte Damen und Herren, Studierende, Universität Hildesheim und nicht nur Bürgerinnen und Bürger, natürlich der Stadt Hildesheim und des Landkreises Hildesheim, herzlich willkommen. Ein denkwürdiger Tag, immer wenn wir die Europagespräche hier am Kennedy-Damm in der Volksbank Hildesheim durchführen dürfen und hier Gast sein dürfen, ist es denkwürdig. Wir hatten auch immer denkwürdige Referenten und heute haben wir auch wieder einen sehr namhaften Referenten, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Thematik Europäische Union, mit dem politischen System der Europäischen Union und auch wichtig ihrer Vermittlung befasst, nämlich Professor Dr. Eckhard Stratenschulte. Und es ist auch insofern ein denkwürdiger Tag, als wir jetzt mal heute die letzten Europagespräche erleben werden, jedenfalls in diesem Jahr. Wir haben daher auch für Sie am Ende dieser Veranstaltung heute nach der Diskussion eine kleine Broschüre vorbereitet, wo Sie eine kleine Bilanz nachlesen können. Und ich werde dazu noch am Ende der Diskussion noch einiges sagen. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Freude, Kollegen Stratenschulte Ihnen heute vorstellen zu können. Jahrgang 1952, geboren in Heidelberg, Abitur in Gießen 1970. Studiert hat Herr Stratenschulte Soziologie, dann Politikwissenschaft und vor allen Dingen Germanistik und Pädagogik in Marburg an der Philipps-Universität Marburg und hat abgeschlossen mit einem Diplom in Soziologie und dem ersten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien für die Fächer Deutsch und Sozialkunde. Promoviert hat er 1978 zum Dr. Phil zum Thema einer Arbeit über gesellschaftliche Zwischengruppierungen in der Bundesrepublik Deutschland, also was zwischen Arbeiter und Kapital ist, nämlich der Mittelstand oder mittlere Schichten. Ein wichtiges Thema, Sozialstruktur, damals ganz im Trend. Herr Stratenschulte war tätig am Institut für intereuropäische Studien in Berlin, zuerst als Dozent und dann als stellvertretender Leiter und dann schließlich auch als Leiter 1982, also ein Erwachsenenbildungsinstitut, aber nicht nur das. Er war auch Referatsleiter in den folgenden Jahren für Film, Funk, Fernsehen in der Senatskanzlei Berlin und hat unserem Institut gerade höchst spannend in einem Exkurs unseres internen Gesprächs seine Erlebnisse geschildert, wenn man so will, vom 9. November 1989 bis zum 3. Oktober 1990, hochspannend, werden wir es natürlich alles wie immer akribisch erfasst und dokumentiert und das werden wir auch noch für eine eigene Dokumentation verwenden. Herr Stratenschulte war, das ist vor allen Dingen sehr, sehr nennenswert, von Juli 1993 bis Juli 2017 Leiter der Europäischen Akademie in Berlin. Und das war ein ganz wichtiges Forum, ein ganz wichtiger Ort der Begegnung zwischen Ost und West. Was ich nicht wusste und heute gelernt habe, dass dort in der Europäischen Akademie in Berlin unter anderem die Annäherung zwischen Comecon und EG, die auf ein Kooperationsabkommen zusteuerten, Ende der 80er Jahre unter anderem auch entsprechend besprochen und verhandelt werden konnte. Herr Stratenschulte ist hier auch in dieser Phase ganz besonders im Rahmen seiner Leitung der Europäischen Akademie in Berlin mit der sogenannten EU-Osterweiterung vertraut worden und
hat sich in diese Materie eingearbeitet, hat zudem seit 1999 an der Freien Universität Berlin gelehrt im Bereich Fachbereich Politik und Sozialwissenschaften und ist seit 2005 auch Honorarprofessor für Politikwissenschaft an der FU. Er ist in diversen Foren Mitglied im Präsidium des Arbeitskreises Europäische Integration. Vor allen Dingen aber, was nennenswert ist, seit 2018 auch geschäftsführender Vorstand der Deutschen Nationalstiftung und dies als Ehrenamt. Ich darf erwähnen, Publikationen immer wieder zum Thema Europäische Union, aber auch Dinge wie Redentraining, das werden Sie gleich merken, was Herr Stratenschulte auch für ein begeisternder, mitreißender Redner und Vermittler auch des Themas Europäische Union ist. Europa Fakten und Zusammenhänge, Europas Politik nach Osten, Grundlagen, Erwartungen, Strategien, Wirtschaft in Deutschland, der Monolog der Lautsprecher und andere Geschichten aus dem geteilten Berlin, eine Zeitzeugendokumentation mit Peter Prager, eine kleine Geschichte Berlins, die im Beck Verlag in München erschienen ist, soziale Marktwirtschaft, was ist das? Eigentum verpflichtet, gesellschaftliche Zwischengruppierung, wie schon erwähnt, Deutschland ein Beitrag zur Sozialstrukturanalyse, so die Dissertationsschrift. Ich freue mich außerordentlich, meine Damen und Herren, dass es gelungen ist, mit Herrn Stratenschulte jemand hier zu gewinnen für unsere Reihe, der, ich denke, einen würdigen Abschluss unserer Reihe mit dem Aktualitätsbezug nämlich repräsentieren wird, denn wir alle wollen wissen, was heißt und jetzt? Wie geht es weiter neben der Besetzung des Personaltableaus? Was heißt das mit Blick auf die Struktur und die zukünftige Entwicklung der Europäischen Union? Herr Stratenschulte, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Professor Giller, herzlichen Dank für die Einführung. Nach der netten Einführung würde ich vermutlich den besten Eindruck machen, wenn ich gar nichts mehr sage, sondern das so für sich stehen lasse. Aber dann sind die Getränke noch nicht kalt und das geht dann auch wieder nicht. Also deshalb muss ich da noch ein bisschen was sagen. Ich freue mich sehr, hier in Hildesheim zu sagen. Jetzt werden Sie sagen, ja, das kennen wir schon, das ist der übliche diplomatische Talk. Ja, so. Ist aber tatsächlich so. Denn ich verbinde mit dieser Stadt was. Meine Tochter hat hier studiert und hat hier ihren ersten Abschluss gemacht in Psychologie. Also wusste nicht, dass die Kindheit so schwierig ist, dass das Kind Psychologie studieren muss, aber offensichtlich war es so. Aber immerhin hat sie das gut gemacht und ich habe ihr vorhin ein Foto geschickt von ihrem Institut und sie hat begeistert reagiert. Das heißt also, sie hat auch noch sehr gute Erinnerungen an diese Stadt und an diese Universität und das ist natürlich dann eine besondere Freude, hier zu sein. Meine Damen und Herren, nach der Wahl und vor der Entscheidung lautet der Titel, den habe ich selber vorgeschlagen, weil das Schlimmste sind immer die Referenten, die erstmal kommen, den Titel kritisieren. Ja, und so, das hat man als Veranstalter besonders gern, hier kann ich sagen, ich habe ihn ja selber vorgeschlagen. Ich würde ihn gerne präzisieren, denn eigentlich müsste man sagen, nach der Wahl und vor den Entscheidungen. Denn es gibt mehr als eine Entscheidung zu treffen und zwar im Grunde genommen drei. Wir sind eins ganz einfach. Was machen wir jetzt? Wer macht's und wie? Ja, das sind die drei Fragen, die wir jetzt mal kurz klären müssen. Und auf die Frage, was machen wir jetzt, gibt es eine Antwort des Europäischen Rates. Das sind die Staats- und Regierungschefs, also sozusagen die Elefanten. Ja, so, die sagen, die haben nämlich eine strategische Agenda fixiert für die nächsten 5 Jahre und haben gesagt, wir haben 5 Schwerpunkte, die wir in den nächsten 5 Jahren anpacken wollen und wo wir vorankommen wollen. Ist jetzt hier vom 26. und 27. Juni diesen Jahres, also nach der Wahl. Der erste Schwerpunkt ist wirtschaftlich, also Arbeitsplätze, Wachstum und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Weil wir sagen, weil man sagt, es ist natürlich wichtig, von der hohen Arbeitslosigkeit, die es in einigen Ländern der Europäischen Union nach wie vor gibt, vor allem eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit, runterzukommen. Das wird nur gehen, wenn wir Wachstum haben, aber dieses Wachstum werden wir auch nur haben, wenn wir wettbewerbsfähig sind. Also die Zeit, wo alle Herrschaft von Europa ausging, und wo wir die Produkte bestimmt haben und wo wir eigentlich die Musik gespielt haben, die ist vorbei. Auch so frühere
Billiglieferanten wie China oder so sind ja längst Konkurrenten geworden, die wir ernst nehmen müssen. Und insofern müssen wir da für die Wettbewerbsfähigkeit schon einiges tun. Dazu gehört der zweite Schwerpunkt, Befähigung und sozialer Schutz. Die Leute sind ja nicht nur arbeitslos, weil sie keinen Arbeitsplatz haben. Natürlich sind sie arbeitslos, weil sie keinen Arbeitsplatz haben, aber sie haben nicht unbedingt keinen Arbeitsplatz, weil es keinen gibt, sondern weil sie für die Arbeitsplätze, die es gibt, nicht die notwendigen Qualifikationen haben. Deshalb, wenn man von Arbeitslosigkeit runterkommen will, muss man nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern man muss auch die Menschen befähigen, die Arbeitsplätze, die es gibt, zu besetzen und die Jobs zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also da geht es um Qualifizierung und gleichzeitig um sozialen Schutz. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass diese Europäische Union sie auch schützt. Dass man zwar ins soziale Netz fallen kann, aber dann eben im Netz hängt und nicht auf den harten Beton knallt. Und da gibt es viele Diskussionen auch über Elemente einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung und einiges mehr. Aber das haben die Staats- und Regierungschefs sich auf die Agenda gesetzt und haben gesagt, das muss schon sein, wenn die Menschen nicht merken, dass diese Europäische Union auch ein Schutzraum ist, bei aller notwendigen Wettbewerbsfähigkeit, dann werden sie sich von diesem Projekt abwenden. Der dritte Punkt ist klar, da ist Energieunion, Energiesicherheit und Klimaschutz. Das ist ja ein Thema, was jetzt sehr stark auch durch die Schülerinnen und Schüler auf die Agenda gekommen ist, durch das Fridays for Future, dass die jeden Freitag demonstrieren. Das wird natürlich auch wieder nachlassen. Solche Bewegungen sind nicht auf Dauer. Aber ich glaube, sie haben doch auf Dauer einen Akzent gesetzt, dass auch die Politik begriffen hat, hier muss wirklich was getan werden. Da kann man nicht nur sagen, naja, manana, manana, sondern man muss tatsächlich die Sachen anpacken. Das ist nicht einfach. Das ist bei uns in Deutschland schon nicht einfach. Wie Sie wissen, es ist in anderen Ländern, die sehr denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, die aber gleichzeitig stärker auch von der Kohle abhängen, noch sehr viel schwieriger. Aber wir müssen das lösen und wir werden es auch nur gemeinsam lösen. Denn dem Klima ist das völlig egal, wo der CO2-Ausstoß herkommt. Da können wir nicht sagen, da ist so Gott, das sind doch die Polen. Ja, wir haben eine gute Bilanz. Das hilft dem Klima gar nicht. Deswegen können wir es auch nur gemeinsam stemmen. Der vierte Punkt ist Freiheit, Sicherheit und Recht, also die Sicherung des Raums der Freiheit, des Sicherheits und des Rechts, das bedeutet die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, das bedeutet dann natürlich auch den Schutz der Außengrenzen, das bedeutet die Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Europäischen Union und auch die Sicherheit, also auch im Sinne von Schutz vor organisierter Kriminalität. Und solchen Geschichten. Die organisierte Kriminalität ist ja auch längst grenzübergreifend. Ja? Das geht übrigens hin bis zu Sachen, von denen Sie denken, die seien sehr lokal, wie Taschendiebstähle im Berliner Hauptbahnhof oder sowas. Das ist mittlerweile international organisiert. Ja? Und da kann man auch nur international, sprich europäisch, gegen angehen. Und der fünfte Punkt, keineswegs unwichtig, die EU als globaler Akteur. Die Europäische Union, meine Damen und Herren, ist eine Supermacht. Wir haben mehr Menschen als die USA und Russland zusammen. Wir haben den größten Binnenmarkt der Welt. Wir haben übrigens auch mehr Soldaten als die Amerikaner. Wir haben im Augenblick noch 2 von 5 ständigen Sitzen im Sicherheitsrat. Wir sind der größte Geber von Entwicklungshilfe. Also die EU ist eine Supermacht, aber keiner merkt es. Ja, und die EU selber auch nicht, ja, weil sie sich selber ständig auf den Füßen rumsteht. Und jetzt sind aber die Zeiten, in denen man sagen konnte, es ist nicht so schlimm, wir müssen keine Supermacht sein, wir müssen überhaupt global nicht wichtig sein, Hauptsache es geht uns gut und den Rest lassen wir die Amerikaner machen. Diese Zeiten sind vorbei und deshalb müssen wir uns auch als globaler Akteur neu aufstellen. Früher haben wir immer gesagt, wenn es kritisch wurde, bis hin zu den Jugoslawienkriegen oder so, ach, können wir jetzt nicht und müssen Geschäfte machen, ruf doch mal in Washington an, die sollen mal kommen und das regeln. Ja, so.
Das funktioniert nicht mehr und das wird auch nicht mehr funktionieren, wenn Herr Trump nicht mehr Präsident ist. Das werden wir hoffentlich eines Tages noch erleben. Ja, ob schon 2021 oder erst 2025, das ist noch offen. Aber das ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt alles nur der böse Trump und wenn der weg ist, dann wird das alles wieder gut, sondern schon Barack Obama hat von sich selber gesagt, er sei der erste pazifische Präsident. Die gucken in eine andere Richtung und die sagen, und übrigens auch zu Recht, die Europäer sind reich und erfahren genug, die sollen ihre Probleme jetzt mal selber lösen. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns entsprechend positionieren müssen. Also das ist Punkt Nummer 5, EU als globaler Akteur. Das ist das Was. Das muss jetzt natürlich im Einzelnen alles noch ausbuchstabiert werden und da gibt es noch Streit genug. Aber die Linie ist schon mal klar. 5 Punkte, 5 wichtige Punkte, von denen wir sagen können, wenn uns das gelingt, haben alle Bürgerinnen und Bürger auch was davon. Die zweite Frage, die uns natürlich im Augenblick besonders beschäftigt, ist, wer? Da hatten wir nun die Wahlen zum Europäischen Parlament mit dem sogenannten Spitzenkandidatenprinzip, was jetzt nicht so ganz funktioniert hat. Ich würde da gerne ein paar Sätze zu sagen, wir können das nach der Diskussion vertiefen. Das Spitzenkandidatenprinzip bedeutete, dass zum Kommissionspräsidenten nur gewählt wird, wer vorher Spitzenkandidat einer Parteiengruppe war. Das steht aber nicht im Vertrag. Das steht nicht im Vertrag, sondern im Vertrag steht, der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, schlägt dem Europäischen Parlament eine Person zur Wahl als Kommissionspräsidentin, Kommissionspräsident vor, unter Berücksichtigung der Wahlergebnisse zum Europäischen Parlament. Das heißt, wenn die Konservativen die Wahl gewinnen, dann sollte derjenige, den das Parlament vorschlägt, auch ein Konservativer sein. Ja? Und wenn die Sozialdemokraten die Wahl gewinnen, ein Sozialdemokrat. So, das ist die Festlegung des Vertrages. Das Parlament hat sich mit dem Spitzenkandidatenprinzip jetzt selbst ermächtigt und hat gesagt, wir wählen nur einen, der vorher Spitzenkandidat war. Und damit hat man es ja auf 2,5 Personen eingeschränkt, nämlich auf Herrn Weber, auf Herrn Timmermans und auf Frau Vestager, die spricht sich, glaube ich, anders aus, das kann ich aber nicht. Also die Dänin, die eigentlich erst am Abend der Wahl gesagt hat, und sie ist übrigens auch Spitzenkandidatin, ja, die schon sozusagen die Frontfrau der Liberalen war, aber eben nicht in dieser Form als Spitzenkandidat auftritt, aber so what. Tatsächlich ist es so, der Rat muss vorschlagen, also der Europäische Rat, und das Parlament muss wählen. Also, das ist wie, wir sind ja hier in der Bank, ja, falls Sie hier ein Schließfach haben, wünsche Ihnen, dass es so gut, Ihnen so gut geht, dass Sie eins haben, ja, dann können Sie dieses Schließfach nur öffnen mit 2 Schlüsseln. Den einen hat die Bank, den anderen haben Sie. Sie mit Ihrem Schlüssel alleine können das Schließfach nicht öffnen, die Bank alleine kann es auch nicht öffnen. So, und so kann man sich das auch mit der Wahl des Kommissionspräsidenten vorstellen. Sie brauchen die 2 Schlüssel, also Sie brauchen die Nominierung durch den Rat und die Wahl durch das Europäische Parlament. Die müssen sich einigen. Im Rat war dieses Spitzenkandidatenprinzip nie besonders beliebt. Übrigens auch nicht bei Frau Merkel ursprünglich, die hat dann nur gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und das Parlament hat gesagt, wir preschen davor, hat dann allerdings seinen eigenen Grundsätzen nicht entsprochen, denn dann hätten die eigentlich sagen müssen, okay, der Weber von den Konservativen ist der relative Gewinner der Wahl. Also Gewinner sieht anders aus, aber relativ gesehen hat also die meisten Stimmen, ja. Und wir andere, wir Sozialdemokraten, wir Grünen, wir Liberalen, wir stellen uns jetzt alle hinter Weber und sagen dem Rat, wir wählen nur den Weber und sonst keinen. Das wäre ein starkes Signal gewesen. Die einzigen, die dazu bereit waren, waren nur die Grünen. Und die Grünen und die Konservativen zusammen kriegen keine Mehrheit zustande. Und die anderen haben das nicht gemacht. Das muss man deshalb sagen, wenn die SPD jetzt sagt, Verrat, das ist ja alles ganz furchtbar, dann muss man sagen, ja, die Sozialdemokraten und Sozialisten haben es auch versäumt, sich im Parlament dann hinter den Weber zu stellen. Und dann hat der Rat natürlich gesagt, na super,
Keiner von den Spitzenkandidaten hat eine Mehrheit im Parlament. Warum soll er dann eine Mehrheit von uns kriegen? Und so ist es ja dann letztendlich zu dem Vorschlag Ursula von der Leyen gekommen. Da wird viel jetzt gesagt, Hinterzimmer, und einige von den Leuten, die das immer kritisieren jetzt mit den Hinterzimmerdeals, das sind die Leute, die seit 20 Jahren diese Hinterzimmerdeals gemacht haben, aber das ist eine andere Sache. Tatsächlich schreibt die Zeit jetzt in der neuesten Ausgabe auch zu Recht, so viel Transparenz war eigentlich nie. Ja, man wusste, worum es ging und so. Und man wusste, die verschiedenen Namen wurden hoch und runter diskutiert. Dann gab es ja zwischendurch auch von der Kanzlerin, um das Spitzenkandidatenprinzip zu retten, die Bereitschaft, den Sozialdemokraten Timmermans zu wählen. Da haben die anderen aber nicht mitgespielt. Bei dem Weber haben wiederum die anderen nicht mitgespielt und bei Frau Vestager so und so nicht. Und so ist es jetzt zu dem Vorschlag von der Leyen gekommen. Und nun wird man sehen, ob das trägt. Am 16. Juli soll die Wahl der Kommissionspräsidentin oder ja, der Kommissionspräsidentin sein, oder eben es gibt keine Kommissionspräsidentin. Das wäre nicht das Ende der Rechtspflege. Die aktuelle Kommission hat ihre Amtszeit bis Oktober. Also es ist nicht so, dass Europa dann in die Nichtverwaltung fällt. Ich meine, das haben wir ja auch schon in anderen Regierungen gehabt, dass der Regierungschef beim ersten Anlauf nicht gewählt worden ist, sondern erst bei einem zweiten oder dritten. Also sagen wir, es ist kein Grund, dass dann gleich Panik ausbricht. Und man hat dann also die Position jetzt verteilt. Man hat den italienischen Sozialisten als Parlamentspräsidenten. Man hat den belgischen Ministerpräsidenten als Präsidenten des Europäischen Rates. Das ist sehr gut, weil wer in Belgien regieren kann, der kommt auch mit dem Europäischen Rat fertig. Da ist ja auch seit Dezember schon, ist er nur noch geschäftsführend im Amt. Weil es ja keine Mehrheit gibt, aber auch keine Mehrheit, ihn abzuwählen und so. Also Belgier sind prädestiniert. Ich finde, Belgier sollten immer den Europäischen Rat führen. Wobei man auch mal sagen muss, diese Position Präsident des Europäischen Rates ist eine einflussreiche Position, aber trotzdem gleichzeitig eine schwache. Ja? Der Präsident, das ist ja nicht so ein Präsident wie der Putin oder der Trump oder der Macron, der man irgendwie auf Knopf drücken kann und dann passiert was, sondern der ist nur ein Moderator, der ist selber gar nicht stimmberechtigt in dem Rat. Denn das sind ja die Staats- und Regierungschefs und er ist kein Staats- und Regierungschef. Ja? Sondern er kann nur moderieren, der hat einen kleinen Apparat, also der hat schon einen, der in die Tasche trägt und der einen Kaffee kocht, aber der hat jetzt nicht, der hat jetzt keinen großen Regierungsapparat oder so. Ja? Der hat auch kein Flugzeug. Übrigens, das hat den Trump total beeindruckt, dass auch der Präsident der Europäischen Kommission kein Flugzeug hat, ja, sondern dass der entweder von einem mitgenommen wird, ja, so, oder dass er eben Linie fliegen muss, ja, so, oder man im Einzelfall mal eins chartern muss. Aber das nur am Rande. Also ich will nur sagen, das ist eine einflussreiche Position, aber für jemanden, der makeln kann, der verhandeln kann. Und insofern, wie gesagt, sind die Belgier absolut genial. Und dann ist gleich mit verhandelt worden, obwohl das natürlich eigentlich nicht dazugehört, aber wir wissen alle, wie Politik läuft. Auch die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, denn auch Herr Draghi wird im November ausscheiden und dann soll Frau Lagarde die Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden. Da gibt es eigentlich auch wenig Kritik, und wenn das alles so läuft, haben wir wenigstens mal zwei Frauen in führenden Positionen. Ja, eine deutliche Verbesserung gegenüber jetzt. Und dann gibt es noch eben die Position des europäischen Außenministers. Der heißt nicht so, der heißt Hoher Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Und das soll ein spanischer Sozialist werden, der jetzige spanische Außenminister. Also, dieses Tableau ist ja unheimlich schwierig. Mann, Frau, groß, klein, Ost, West, konservativ, sozialdemokratisch, liberal. Und das alles müssen sie irgendwie zusammenbringen. Ich persönlich finde, das ist gar nicht schlecht gelungen. Ich verstehe also die Kritik nicht. Ich verstehe, dass Menschen enttäuscht sind wegen des Spitzenkandidatenprinzips, aber der Enttäuschung geht immer die Täuschung voraus. Ja? Dieses Argument, es wird nur einer der Spitzenkandidaten, war immer unredlich. Das war ein, wir sind ja in der Bank, ein ungedeckter Scheck. Ja? Und diesen ungedeckten Scheck hätte man nur decken können, wenn man eben alle Stimmen jetzt auf das Konto des relativ stärksten Spitzenkandidaten eingezahlt hätte. Und dazu waren die anderen nicht bereit. Also insofern ist die Enttäuschung durchaus zu verstehen. Aber der Vertrag gibt das nicht her. So,
Das ist natürlich das, was im Augenblick spannend ist. Und jetzt für Ursula von der Leyen, ja oder nein, jeder hat seine eigenen Gründe, sie zu loben oder zu kritisieren. Herr Orban ist auch für Frau von der Leyen, das ist eigentlich schon mal bedenklich, aber ein gutes Argument, weil er sagt, sie ist Mutter von 7 Kindern. So, ja. Von den katholischen Konservativen, Herrn Orban, beeindruckt das sehr. Und gut. Also, das ist die Frage, wer. Das ist im Augenblick noch in the making. Also es wird im Augenblick noch gestaltet, aber es zeichnet sich doch schon ab, dass es so laufen könnte. Frau von der Leyen macht jetzt haufenweise Besuche im Europäischen Parlament. Bei den Parlamentariern wird alles Mögliche versprechen, das wird sie nicht alles halten können. Auch das ist übrigens klar. Auch das war übrigens eine Enttäuschung, das muss ich da doch noch sagen, bei dem Spitzenkandidatenprinzip. Wir hatten ja so ein paar Debatten der Spitzenkandidaten. Das war für uns ganz gut, weil vor allem die beiden Hauptkontrahenten, Weber und Timmermans, sprechen beide hervorragend Deutsch, vor allem mit Timmermans. Und dass wir dem also so im Original folgen konnten und haben immer gesagt, wenn ich Kommissionspräsident wäre, dann mache ich dies und das und das. So einfach ist es natürlich nicht. Denn die Kommission ist ein Kollegialorgan. Die entscheiden mit Mehrheit. Und jedes Mitgliedsland schickt da einen rein. Und zwar heißt es offiziell, der Kommissionspräsident oder die Präsidentin sucht sich dann aus jedem Land einen aus, ist aber alles Quatsch. Tatsächlich ist es so, dass die Länder da jemanden reinpushen. Ja, aber was glauben Sie, wie Herr Oettinger, europäischer Kommissar? Ja, natürlich, also jetzt mal ganz offen, jetzt ohne Häme. Natürlich, den wollte man in Baden-Württemberg loswerden, aber Ministerpräsident, da gab es einen Herrn Mappus, den haben alle schon vergessen, der hat nachgedrängt, das war vor den Wahlen, gesagt, Oettinger muss weg. Und dann haben sie ihn angerufen, das weiß ich übrigens aus erster Hand, und haben gesagt, pass auf, du hast zwei Möglichkeiten, wir schießen dich auf jeden Fall ab, aber du kannst nach Brüssel gehen oder dich auf die Parkbank setzen. So. Und dann hat er auch nicht überlegt und hat gesagt, Brüssel ist schöner. Ja, so. Und als dann, ich bin sicher übrigens, das weiß ich natürlich nicht, das fantasiere ich nur, als dann die Grünen die Wahl gewonnen haben und der Kretschmann wurde Ministerpräsident, ist sicherlich im Hause Oettinger ein Fläschchen Champagner aufgemacht worden. Und er hat gesagt, oh, wie schön ist Brüssel. Nein, aber ich muss sagen, das heißt, in dieser Kommission sitzen dann eben auch Konservative und Sozialdemokraten, Grüne und Sozialisten und so, und die entscheiden mit Mehrheit. Also es ist nicht so, dass der Kommissionspräsident dann durchregieren kann. Ja? Das ist noch anders, also auch die Kanzlerin ist ja in ihrem Einfluss beschränkt, weil sie auf Koalition Rücksicht nehmen muss und innerhalb der Partei auf Strömungen Rücksicht nehmen muss. Keiner ist da ja völlig frei. Ja? So. Aber zumindest theoretisch kann sie noch sagen, okay, du passt mir nicht mehr, ich entlasse dich, beziehungsweise bitte den Bundespräsidenten nicht zu entlassen. Das kann eben der Kommissionspräsident nicht. Also insofern wird Frau von der Leyen jetzt eine Reihe von Zusagen machen, Versprechen machen, Planungen machen. Aber ob sich das alles eins zu eins umsetzen lässt, hängt tatsächlich nicht nur vom Willen und Wollen der Ursula von der Leyen ab. Aber so ist halt das Geschäft. So, die wirklich spannende Frage, das war ja nur das Vorprogramm, ja? Die wirklich spannende Frage, nachdem wir geklärt haben, was und wer ist, wie machen wir es eigentlich? Und nun müssen wir ja alle feststellen, wenn wir in den letzten Jahren mal Zeitung gelesen haben, also es geht jetzt nicht für die Jüngeren, sie lesen ja keine Zeitung, aber wenn sie in den sozialen Medien gelesen haben, ja, so, also meine jüngere Tochter ist auch schon 30, glaube ich, die hat seit 5 Jahren keine Zeitung mehr gesehen. Ja, weiß aber trotzdem, was Sache ist. Klar, ein kluges Mädel hat in Hildesheim studiert. Also, wie machen wir es denn? Und da stellt sich heraus, dass die EU nicht mehr so richtig funktioniert, wie sie früher funktioniert hat. Wobei es immer auch Schwierigkeiten gab. Also, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, dann könnte ich Ihnen die ganze Geschichte der europäischen Integration, Professor Gehler kann das natürlich noch viel besser, erzählen als eine Aneinanderreihung von Misserfolgen. Ja? Wo es immer schief gegangen ist und so, aber immer ging es dann letztendlich weiter, so ein bisschen echter nach der Springprozession, 2 vor, 1 zurück. Aber 2 vor, 1 zurück ist immer noch einer vor. Ja? So, und wenn Sie gucken, also da ist viel gescheitert von den ersten Versuchen. Wir haben vorhin gesprochen über Frieda Lux und auch die Versuche, den Europarat zu einer richtigen Institution mit Biss zu machen, das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft,
das ja, de facto Scheitern der europäischen Atomgemeinschaft, die eigentlich das Zugpferd der römischen Verträge sein sollte, nicht die Wirtschaftsgemeinschaft, das war nur der Beifang. Ja, der hat sich dann aber prächtig entwickelt über den Austritt Grönlands aus der europäischen Gemeinschaft, hatten wir auch schon, Brexit ist ja nicht der erste Austritt, über das Scheitern der Beitrittsverhandlungen mit Norwegen, die haben 2 unterzeichnete Beitrittsverträge und sind trotzdem nicht Mitglied, über das Scheitern des Verfassungsvertrags und so weiter und so weiter. Also immer Misserfolge und trotzdem ging es immer voran. Und was hat sich da jetzt geändert? Ich glaube, es sind 3 Punkte, die eine Rolle spielen. Erstens, vielleicht fange ich damit an. Die europäische Integration ist ja nicht, wenn Sie heute so Schulbücher lesen, dann klingt das so, oder so Propagandabroschüren, wie so eine Soap Opera, ja, so eine Seifenoper. Also alle haben sich lieb gehabt, die großen alten Männer der europäischen Integration, Frauen gab es ja gerade keine, aber ja, so, und die haben dann übergeflossen vor Liebe und Sympathie und haben die europäische Gemeinschaft gegründet. Ist natürlich alles Quatsch. Die europäische Gemeinschaft ist nicht auf Liebe und Vertrauen gegründet, sondern auf Hass und Misstrauen. Und das ist ihre Leistung. Das ist ihre Leistung. Die ersten Verhandlungen über die erste europäische Gemeinschaft, das war die für Kohle und Stahl, die dann 1952 in Kraft getreten ist, begann 1950, 5 Jahre nach dem Krieg. Nach einem Krieg, der 60 bis 70 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Nach einem Krieg, in dem Millionen Menschen fabrikmäßig vernichtet wurden in den Konzentrationslagern. Nach einem Krieg, der große Teile Europas zerstört hat. Ja, glauben Sie, da hat ein einziger Franzose im Bett gesessen und gesagt, ich liebe die Deutschen? Natürlich nicht. Sondern die Grundfrage war einfach, wie verhindern wir, dass das nochmal passiert. Und da gab es erst so Versuche, wir bilden Allianzen gegeneinander, Brüsseler Pakt und so, auch gescheitert. Und dann eben der Versuch zu sagen, wir sichern den Frieden, indem wir uns miteinander verbinden, statt gegeneinander. Durchaus auf der Basis von Misstrauen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ab und zu mal Boxen guckt. Ja, so. Und also wenn Sie da so in der 7. Runde oder so den Fernseher einschalten und dann auf einmal sehen Sie, wie 2 Boxer da so stehen und sich umarmen, dann denkt man im ersten Mal im Blick, Mo, die haben sich aber lieb. Aber die haben sich natürlich gar nicht lieb, sondern die verhindern, dass sie geschlagen werden. Das Problem ist nur, sie können selber auch nicht schlagen. Ja? So, das ist eigentlich das Prinzip der europäischen Integration. So. Und das ist super clever. Und das heißt, der ganze Ansatz war von Anfang an extrem politisch. Es ging um die Sicherung des Friedens unter den Mitgliedstaaten, vor allem Deutschland und Frankreich. Luxemburg und Italien hatten ja keinen Krieg. Ja, es ging um Deutschland und Frankreich. Aber das war ja nicht allzu populär. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Und deshalb ist die Methode, mit der das gemacht worden ist, völlig unpolitisch dahergekommen. Bei der ersten Gemeinschaft ging es um Kohle und Stahl. Lesen Sie mal die Präambel des Vertrags, da kommen Kohle und Stahl überhaupt nicht vor. Ja? So, aber immer so technisch. Wissen Sie so? Und dann ging es um die 4. Verordnung zur Kennzeichnung von Dosenbohnen und das und das und so. Und so ist sozusagen hinter dem Rücken der Leute eigentlich nach und nach ein intensives Integrationsgeflecht entstanden. Und wie schwierig das ist, da wieder rauszukommen, das merken die Briten ja gerade. Ja, die eben auf einmal feststellen, huch, ja, das ist doch schon relativ tief. Und weil das so technisch daherkam, haben die Leute sich dafür auch nicht interessiert. In der Politikwissenschaft gibt es dafür einen Ausdruck, der nennt sich permissiver Konsens. Das heißt auf Deutsch, die Menschen haben gesagt, wir wissen zwar nicht, was ihr da macht, aber wir sind dafür. Ja? Mein Vater, Jahrgang 1902, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, der hat nie verstanden, wie die europäischen Gemeinschaften einzeln funktioniert. Das war ihm auch wurscht. Der wusste, es geht um den Frieden. Der hat 2 Weltkriege erlebt und deshalb war er dafür. Ja? So, Ende. Dieses unpolitische Daherkommen ist aber jetzt am Ende, weil mittlerweile durch die Dichte der europäischen Integration die Menschen gemerkt haben, das betrifft ja doch ihr Alltagsleben. Und jetzt fordern sie auch ein, Partizipation und Mitbestimmung und wollen mitreden, was ja alles gut und richtig ist. Darauf ist das System aber nicht vorbereitet. Das ist so ein Punkt.
Ja, den permissiven Konsens gibt es nicht mehr, aber neue Formen der Partizipation, die über die Wahl zum Europäischen Parlament und so hinausgehen, sind auch nicht so entwickelt, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden da abgeholt. Jetzt können Sie sagen, in der Bundespolitik bestimmen wir auch nicht mit so sehr, aber wir haben das Gefühl. Und sei es, weil wir viermal die Woche führende Politiker in der Talkshow sehen und das Gefühl haben, wir verstehen, worum es da geht und. Ja? Das ist natürlich auf europäischer Ebene mit 24 Amtssprachen alles sehr viel schwieriger. Und deswegen sage ich, das meine ich ohne Polemik, also Weber und Timmermans oder das letzte Mal Juncker und Schulz, das war natürlich für uns ein Glücksfall, weil man die sofort unmittelbar verstehen konnte und denen folgen konnte. Also, das ist der erste Punkt. Dieses unpolitische System der Integration ist zu Ende, wir haben aber noch kein neues entwickelt, wo die Menschen sich angemessen eingezogen fühlen. Der zweite Punkt ist, die Europäische Union ist ein System, was viel Zeit braucht. Ich habe das vorhin schon mal erzählt, ich war lange Leiter der Europäischen Akademie Berlin und da habe ich mal so eine Veranstaltungsreihe gemacht, was ist Europa? Und da habe ich einen Abend einen Juristen geholt und einen Abend einen Geografen und einen Abend einen Kulturwissenschaftler und so weiter. So alle akademischen Professionen durch. Ja? So. Und die haben immer erzählt, was für sie Europa ist. Und dann kam der Politikwissenschaftler. Und er hat gesagt, Europa, also gemeint die Europäische Union, ist ein verhandeltes Verhandlungssystem zum Führen weiterer Verhandlungen. Einerseits weiß ich auch, warum die Politikwissenschaft keinen Einfluss auf die Politik hat. Aber der Witz an der Sache ist, es stimmt natürlich. Ja? Die EU ist ein permanenter Verhandlungsprozess. Und das kann ja auch nicht anders sein, wenn 28 Staaten versuchen, große, kleine, nördliche, südliche, konservative, linke, agrarische, industrielle und so, wenn die versuchen, zu einem Interessenausgleich zu kommen und voranzukommen. Es wird permanent verhandelt. Aber diese Verhandlungen haben zwei Voraussetzungen. Sie brauchen Zeit und sie brauchen Intransparenz. Weil das muss man eben im Hinterzimmer machen. Verstehen Sie, das ist jetzt alles gegen die demokratischen Ideale, aber natürlich können Sie das nicht auf dem Marktplatz machen, weil man muss dann auch sogenannte Package Deals machen, also man muss Pakete packen, wo Sachen reinkommen, die überhaupt nicht zusammengehören, die aber letztendlich dazu führen, dass sich alle auf das Paket freuen. Ja? Und das muss man auch machen, das kann ich nicht machen, wenn die Kamera läuft und meine Wähler gucken zu Hause zu, sondern muss ich mal sagen, pass mal auf Leute, da habe ich ja gar nichts dagegen, aber wir müssen das machen und das und jenes und so. Und diese Intransparenz, die eigentlich in gewisser Weise eine Erfolgsvoraussetzung ist, beißt sich jetzt aber mit diesem Anspruch, wir wollen einbezogen werden, weil es diesen permissiven Konsens nicht mehr gibt. Und das zweite Problem ist, es braucht Zeit. Wir stehen jetzt aber vor Situationen, wo wir keine Zeit haben. Nehmen Sie die Euro-Krise. Bis Montagmorgen um 4 muss es eine Lösung geben, weil dann in Japan die Börse aufmacht. Ja? Da ist nichts mit, oh, jetzt müssen wir nochmal reden und dann machen wir nochmal eine Sondersitzung und dann müssen wir nochmal gucken und dann machen wir mal gemeinsames Abendessen und irgendwie wird es schon werden. Sondern Sie brauchen sofort eine Entscheidung. Über Nacht stehen 200.000 Flüchtlinge an der Grenze. Ja? Da können Sie jetzt nicht sagen, ja, müssen wir mal sehen, müssen wir mal eine Ratssitzung drüber machen und mal gucken oder so. Man muss unmittelbar entscheiden. Aber diese Entscheidungsmechanismen hat die Europäische Union nicht. Es gibt eben nicht den Präsidenten, der auf den Knopf drücken kann und sagen, so wird es gemacht. Ja? Und das ist das Zweite, was sich geändert hat. Und das Dritte ist, die europäische Integration war jahrelang eine Deregulierung. Das heißt, wir haben Freiheit geschaffen, einen europäischen Raum geschaffen, in dem wir nationale Regelungen aufgehoben haben. Ja? Das merken Sie alle, wenn Sie auf Ihr Handy gucken. Dann haben Sie es vielleicht, haben Sie einen Vertrag bei der Telekom, aber vielleicht haben Sie auch einen Vertrag bei Vodafone oder bei O2 oder so, das sind ja ausländische Firmen, ging früher nicht. Früher gab es dann ein Telekommunikationsmonopol, Ende, da war das nur die Deutsche Post. Ja, so, oder Bundespost, wie sie damals. Ja, das alles hat sich verändert. Das heißt, über lange Zeit war der Freiheitsgewinn, den wir hatten, und der Integrationsgewinn, den wir hatten, zustande gekommen durch das Auflösen nationaler Regelungen. Ja? Deregulierung. Jetzt sind wir aber in der Situation, durch die Globalisierung, durch das Auseinandergehen auch der Wohlstandsschere zwischen den Ländern und auch innerhalb der Länder, dass der Ruf kommt nach Regulierung.
Schutz, ja, eine der Prioritäten der strategischen Agenda des Europäischen Rates. Und jetzt zu regulieren, ist natürlich sehr viel schwieriger als zu deregulieren. Also der Bau eines Hauses schwieriger ist als der Abriss eines Hauses. Ja? Und das heißt, wir stehen auch hier vor einer neuen Situation. Zusammengefasst bedeutet das, die EU steht nicht nur vor neuen Herausforderungen. Das ist ja banal, das tun wir alle jeden Tag. Ja? Beruflich, privat, politisch stehen wir vor neuen Herausforderungen, sondern wir stehen auch vor anderen Herausforderungen. Ich habe es in meinem Ehrenamt, mal gucken, ob ich noch ein bisschen Zeit habe, ein paar Schnurren zu erzählen, in meinem Ehrenamt zu tun, auch mit dem Michael Otto vom Otto Versand. Die Älteren kennen das noch. Ja? Früher gab es so drei Versandhäuser. Otto, Quelle und Neckermann. Und die hatten solche Kataloge. Sie können im Wörterbuch mal nachgucken, was Katalog ist. Ja, das ist ganz cool. Ja, so. Und da haben wir dann alle, waren wir froh, wenn die Dinger kamen. Dann haben wir geguckt, dann haben wir bestellt und so. Die standen auch immer vor neuen Herausforderungen. Dann haben sie Farbfernseher ins Programm genommen und Waschvollautomaten und das und das und mal gestreifte Kleider und mal gepunktete Kleider und so weiter. Das haben die schon immer gemacht. Dann kam aber eine andere Herausforderung, der einzige, nämlich der Onlinehandel, die Digitalisierung. Und das hat nur einer von den dreien überlebt, nämlich Otto. Neckermann und Quelle gibt es nicht mehr. Otto ist mittlerweile nach Amazon der größte Versandhändler in Deutschland. Ja? Und das ist das, was ich meine. Verstehen Sie, das war nicht einfach eine neue Herausforderung. Die haben wir natürlich jedes Jahr gehabt. Sondern eine andere Herausforderung. Das ist der Punkt, vor dem wir jetzt stehen. So, nun habe nicht nur ich das entdeckt. Eigentlich auch wieder schade, ja? Sonst könnten Sie mich immer feiern als den Entdecker. Sondern die Europäische Kommission hat das auch schon begriffen. Und hat deshalb schon 2017 intensive Überlegungen angestellt, wie es weitergehen könnte. Also nicht das Wer, nicht das Was, sondern das Wie. Und hat dafür 5 Szenarien entwickelt, in einem Weißbuch. Und diese 5 Szenarien waren folgendes. Szenario Nummer 1, es bleibt alles, wie es ist. Also, wir machen so weiter. Begründung, schauen Sie mal zurück, es war ja gar nicht so schlecht, wir sind weit gekommen. Lass uns weitermachen. Szenario 2, wir konzentrieren uns auf den Binnenmarkt. Der Binnenmarkt ist was, wovon alle Menschen was haben und darauf konzentrieren wir uns und die anderen Politikbereiche vergessen wir. Szenario Nummer 3, wer mehr tun will, tut mehr. Also die, die weitergehen wollen, die mehr Integration wollen, sollen das haben und die anderen eben nicht. Szenario 4, wir machen weniger, aber das machen wir besser. Ja, wie so ein Unternehmen, das seine Produktpalette eindampft und sagt, wir produzieren nicht mehr 18 verschiedene Autos, sondern nur noch 5. Aber die machen wir so gut, dass die Leute ganz scharf drauf sind. Und Szenario Nummer 5, alle machen gemeinsam mehr. So, von diesen 5 Szenarien können Sie 2 gleich vergessen. Nämlich das Szenario 1, also so weiter wie bisher. Und wir machen alle gemeinsam mehr. Denn wenn das möglich wäre, brauchten wir keine Szenarien. Ja? Also wir haben hier die ganze Entwicklung der Szenarien, weil es eben nicht so weitergeht wie bisher. Und wenn alle gemeinsam mehr machen wollten, das wäre ja quasi das Szenario 1 plus, brauchten wir es auch nicht. Die anderen 3 Szenarien gehen alle auf eine Reduktion. Entweder von Politikbereichen, also im Szenario 2, wir konzentrieren uns auf den Binnenmarkt, also keine Flüchtlingspolitik, keine Umweltpolitik und so weiter. Aber große Schwierigkeit dabei, wo sind die Grenzen? Ist Sozialpolitik Teil des Binnenmarkts oder ist das Sozialpolitik? Ist Umweltpolitik Teil des Binnenmarkts, gleiche Voraussetzungen, ja? Oder ist das Umweltpolitik? Wir haben seit 2001 Frauen bei der Bundeswehr. Obwohl bei uns im Grundgesetz stand, Frauen ist der Dienst an der Waffe verboten. Hat eine junge Frau sich bei der Bundeswehr beworben als Soldatin und ist abgelehnt worden. Begründung, sie ist eine Frau. Verfassungskonform, stand ja im Grundgesetz. Und dagegen hat sie geklagt und zwar mit den Binnenmarktregeln. Und hat gesagt, ich werde hier als Arbeitnehmerin diskriminiert, nur weil ich eine Frau bin. Es gibt ja viele Gründe, einen nicht zu nehmen. Bademeister, der nicht schwimmen kann, ja.
Englischdolmetscher, der kein Englisch kann oder so, können Sie sagen, nur nehme ich dich nicht. Klar. Aber hier ging es ja nur darum, also Ihre Fähigkeiten wurden gar nicht bezweifelt, Sie hatte nur ein Problem, Sie war eine Frau. Ja, so. Und dann hat der Europäische Gerichtshof gesagt, Recht hat sie. Und wir haben, heimlich, still und leise übrigens, unser Grundgesetz geändert. Und seitdem haben wir Frauen bei der Bundeswehr. Mittlerweile eine Normalität, hat lange genug gedauert. Ja, so. Aber warum ich das erzähle, ist das jetzt Binnenmarkt oder ist das Verteidigungspolitik? Also dahinter steht ja noch ein bestimmtes Menschenbild. Ja, von der Frau, wir wollen es nicht diskutieren, ob das richtig oder falsch ist oder so, aber ja, die Frau, die Hüterin, die das Leben gebiert, der Mann, der rausgeht und es kaputt macht. Also das sind ja ganz grundlegende Fragen. Ist das jetzt Binnenmarkt? Also will sagen, wenn man jetzt sagen würde, wir machen nur noch Binnenmarkt, dann haben wir natürlich ein großes Abgrenzungsproblem. Das betrifft auch das Szenario 4, nämlich wir machen weniger, aber besser. Das ist mal so ein Grundsatz, auf den können wir uns alle schnell einigen. Können Sie auch zu Hause drauf einigen. Ja, kommen Sie nach Hause heute Abend, sagen zu Ihrem Ehepartner oder Ehepartnerin, Schatzi, wir machen jetzt weniger, aber das machen wir besser. Ja, sagt die, super. Ja, dann schaffen wir erstmal dein Hobby ab. Das kostet nur Geld. Dann sagen Sie, nein, so ist es nicht gemeint. Ja, aber deine Wochenendreise, die können wir jetzt mal streiten. So, will sagen, auf der abstrakten Ebene können wir uns natürlich relativ schnell einigen. Ja, weniger, aber besser, das ist immer gut. Aber wenn es konkret wird, was machen wir denn weniger? Machen wir keine Agrarpolitik mehr oder keine Flüchtlingspolitik? Oder machen wir keine Umweltpolitik mehr oder keine Sozialpolitik oder keine Freizügigkeit oder was? Also, auch da liegt der Teufel dann in der Definition. Und das bringt uns zu dem Szenario, von dem ich denke, das will ich Ihnen nur als These noch anbieten, bevor wir dann ins Gespräch kommen können, auf das es hinausläuft, nämlich das Szenario 3, die, die mehr tun wollen, machen mehr. Und das Fachwort dafür, ich muss ja immer eine akademische, ja, akademische Behauptung hier aufstellen, damit Professor Kehler zufrieden ist, ist differenzierte Integration. Ja? Das heißt, nicht nur, das ist nicht das Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Das wird bewusst immer so ein bisschen vermengt. Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten heißt, wir beschließen gemeinsam, wir gehen alle zum Hauptbahnhof in Hildesheim. Ja, so, und dann sind einige von Ihnen schnell, ja, andere sind nicht so schnell, andere gucken noch aufs Handy oder auch eine Zigarette oder was, die sind sowieso nicht schnell. Aber zum Zeitpunkt X sind wir alle am Hauptbahnhof Hildesheim. Ja, also verschiedene Geschwindigkeiten heißt gemeinsames Ziel, aber wir sind unterschiedlich schnell da. Das haben wir so und so schon immer. Hier geht es jetzt um unterschiedliche Integrationstiefen. Und interessanterweise hat auch der Europäische Rat das schon in seine Überlegungen aufgenommen, schon in der Erklärung von Rom am 25. März 2017, 60 Jahre römische Verträge, haben die 27, Frau May war schon auf dem Weg nach Hause, die 27 eine Deklaration von Rom verabschiedet, wo sie das Übliche gesagt haben, wir wollen gemeinsam und dann aber eben gesagt, wenn nötig, in unterschiedlicher Geschwindigkeit und Intensität. Die Intensität, das ist das Neue. Ja? Also das heißt eben nicht, wir gehen alle und einige sind halt schneller, sondern das heißt, einige gehen bis zum Hauptbahnhof und andere hier nur bis zur nächsten Straßenecke. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit der Hauptbahnhof hier entfernt ist, ja, aber es wird schon irgendwie schaffen. Und interessanterweise, jetzt bei den Schlussfolgerungen vom Ende Juni, wo auch die strategische Agenda verabschiedet wurde, heißt es, und das muss ich Ihnen mal wörtlich vorlesen, in diesem Zusammenhang stellt der Europäische Rat fest, dass das Konzept einer immer engeren Union für verschiedene Länder verschiedene Wege der Integration zulässt und es denen, die die Integration vertiefen wollen, ermöglicht, weiter voranzugehen, wobei gleichzeitig die Wünsche derjenigen, die keine weitere Vertiefung möchten, zu achten sind. Also das ist nicht verschiedene Geschwindigkeiten, sondern das ist unterschiedliche Tiefen der Integration. Und ich glaube, das ist die Antwort auf die Frage, wie geht es denn?
wobei sich das einfacher sagt als tut. Ja? Da sind nämlich viele Fragen offen. Die erste Frage ist, wer gehört denn zu diesem inneren Kreis, Kerneuropa? Es gab schon ein Papier von 1994 von Wolfgang Schäuble und Karl Lamers. Schäuble kennen Sie alle noch, Karl Lamers war ein wichtiger CDU-Außenpolitiker in dieser Zeit. Da haben die schon über Kerneuropa geschrieben. Also die erste Frage ist, wer ist denn dieser Kern? Und eben die wirklich spannende Frage dabei ist, wer legt das fest? Ja, wer sagt denn jetzt Sie und Sie, aber Sie nicht? Nach meiner Definition besteht der Kern aus denen, die Kern sein wollen. Also die bereit sind, sich in eine tiefere Integration zu begeben. Ich hatte neulich ein langes Gespräch mit dem bulgarischen Außenminister. Also diese Interimsregierung, der war vorher Botschafter in Deutschland, man kannte sich und haben wir da in seinem Büro gesessen, zu zweit und auf Deutsch miteinander geredet. Dann hat er mir erzählt, dass Bulgarien jetzt intensive Anstrengungen unternimmt, in die Eurozone zu kommen. Und man fragt sich natürlich auf den ersten Blick, warum eigentlich? Sie haben eine stabile Währung, die bulgarische Währung ist an den Euro so und so gekoppelt, die war schon an die D-Mark gekoppelt. Also 1,95583 Lever sind 1 Euro, schon immer gewesen. Ja. Sie haben eine niedrige Staatsverschuldung, viel niedriger als Deutschland, ja, so bei 35% oder so. Also das heißt, die haben eigentlich gar keine Probleme. Warum um Himmels Willen wollen die jetzt in die Eurozone, wo es ja noch ein paar Risiken gibt und wo es ja noch sein könnte, dass die Euro-Staaten dafür zahlen müssen? Und seine Antwort war, die wichtigen Entscheidungen der Europäischen Union werden in der Eurozone fallen. Und da wollen wir unbedingt dazugehören. Ja, als die Briten das Brexit-Referendum hatten, das war ja am Donnerstag, 23. Juni, da hat für das Wochenende unser damaliger Außenminister Frank-Walter Steinmeier die Außenminister der Gründerstaaten, also Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, nach Berlin eingeladen und hat gesagt, Jungs, kommt mal, wir müssen reden. Weil dieses Brexit-Referendum hatte keiner so erwartet. Und so, das ist interessant, ist nichts mehr rausgekommen, aber das war nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Esten sich sofort beschwert haben, haben gesagt, hey, wo ist unsere Einladung? Das heißt also, es gibt da schon Interesse, in einem solchen Kern zu sein und bereit zu sein, auch die Kosten für mehr Integration, also nicht nur finanzielle, sondern auch politische Kosten zu übernehmen. Und ich glaube, das Kriterium wird nicht sein, dass da Frau Merkel und Herr Macron dann sitzen und sagen, ene mene minkmang, du nicht, sondern dass man sagt, es mängelt sich dadurch heraus, dass es einen Kreis von Staaten gibt, die sagen, wir sind bereit zu mehr Integration, wir sind bereit dafür auch mehr Lasten zu schultern und dafür auch mehr Vorteile zu haben. Das wird nicht gehen ohne Deutschland. Es geht überhaupt keine europäische Integration ohne Deutschland. Ja, Deutschland, wir haben da vorhin auch schon drüber gesprochen, muss eine verantwortliche Rolle spielen. Und Deutschland steht dabei vor einem Problem, nämlich alle in der Europäischen Union wollen deutsche Führung, aber keiner will von den Deutschen geführt werden. Ja, schwierig. Und deshalb kann Deutschland das nicht alleine machen, sondern nur im Verbund mit anderen, natürlich mit Frankreich, aber eben auch mit weiteren, wir haben ja gerade bei dem sogenannten Sushi-Deal, also bei dem Versuch dann da in Osaka, seit unser früherer Bundespräsident Osaka, Heinrich Lübcke, Osaka mal mit Okasa verwechselt hat, muss ich auch immer noch mal zweimal überlegen, dass ich jetzt nicht falsch sage. Blöde Sachen bleiben einem immer im Gedächtnis. Also in Osaka haben die beiden ja versucht, da eine Lösung zu finden, diese Timmermans-Lösung und so, und sind damit aber auch gescheitert. Das heißt, die zwei alleine reichen auch nicht. Also, es wird eine In-Group geben müssen. Und dann ist die nächste Frage, wie machen wir das? Jetzt müsste man sagen, das ist ganz einfach, wir ändern den Vertrag. Aber das ist das Allerletzte, was geht im Augenblick. Weil wenn wir jetzt an die europäischen Verträge gehen, dann haben wir 5 Jahre Diskussion und es kommt nichts mehr raus. Also muss man versuchen, es im Rahmen der gängigen Verträge zu machen. Da gibt es das Instrument der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit, damit kann man einiges machen. Oder man muss es außerhalb der Verträge machen, wie wir es mit dem Europäischen Finanzpakt auch schon mal gemacht haben. Als die Briten und die Tschechen partout nicht zustimmen wollten, da haben die anderen gesagt, okay, dann machen wir es als völkerrechtlichen Vertrag außerhalb der Europäischen Union. So ist übrigens auch Schengen entstanden.
ne, ist dann erst später in die Integration aufgenommen worden. Das ist die Frage der Legitimation. Und das ist vor allem eine Frage auch dann der Gemeinschaftsorgane. Also beim Rat kann man sich ja so eine differenzierte Integration noch vorstellen. Wir haben 25 Tagesordnungspunkte, bei den ersten 7 sind alle dabei, dann gehen die ersten 5 raus, dann machen die 8 bis 14, dann gehen nochmal 7 raus und dann machen die 15 bis 25. Das kann man sich ja vorstellen. Aber wie geht das beim Europäischen Parlament? Wie geht das bei der Europäischen Kommission, beim Europäischen Gerichtshof? Also das sind viele Fragen, die offen sind. Und das ist natürlich eine gute Nachricht für Professor Gehler und seine Jungs und Mädels. Weil hier sind einfach viele Fragen auch, die die Europawissenschaft und die Wissenschaft jetzt mal vordenken muss. Weil wir sagen ja immer, ja, es geht nicht, aber geht nicht, gibt es nicht. Das heißt, wir müssen jetzt auch mal überlegen, wie kann das funktionieren. Joschka Fischer hat da übrigens schon im Jahr 2000 mal drüber geredet und hat dann eben einem eigenen Kerneuropa-Parlament das Wort geredet. Wir hatten auch im früheren Europäischen Parlament schon mal die Diskussion über ein eigenes Europarlament. Da gibt es immer Argumente dafür und dagegen, aber wir müssen diese Diskussion jetzt führen. Das heißt, zusammengefasst, um doch nochmal, ich weiß nicht, wann ihr der letzte Bus fährt, zum Ende zu kommen. Die Europäische Union steht vor 3 Fragen. Was will sie machen? Da hat sie einen allgemeinen Fahrplan jetzt schon mal festgelegt mit der sogenannten strategischen Agenda und diesen 5 Punkten. Die zweite Frage ist, wer soll es machen? Da gibt es jetzt einen noch streitigen Entwurf, der eben auch um die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kreist. Aber die entscheidende Frage ist, wie soll es gemacht werden? Und mit dieser Diskussion stehen wir erst am Anfang und die müssen wir führen. Die müssen wir führen in allgemeinem Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern und übrigens auch in der Wissenschaft, weil hier ist die Wissenschaft wirklich gefordert, auch mal mit Überlegungen und Konzepten zu kommen. Und das war eigentlich der einzige Satz, den ich sagen wollte. Meine Damen und Herren, ich denke, ich habe nicht zu viel gesprochen. Das war nicht ganz scharfe Schulde live. Vielen Dank. Sie haben im Grunde diesen Vortrag ja die Kernfragen ausgerichtet, was, wer und wie, ist auch nochmal jetzt am Ende sehr prägnant zusammengefasst. Ich habe dem eigentlich kaum kommentiert, etwas hinzuzufügen. Der einzige Punkt, der mir aufgefallen ist beim Personaltableau, wer, haben Sie auch kurz erwähnt, Ost-West. Das sollten wir diskutieren, denn ich denke, das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, dass man aus dem Mittelost europäischen und südosteuropäischen Staaten keinen Kandidaten benannt hat. Wobei man sehen muss, wer wird auf der Generalsekretärsebene, wer wird im Maschinenraum eingesetzt, ein bisschen mehr die Deutsche als andere. Dieser Punkt ist mir aufgefallen, wenn ich da was herauspicken darf. Spannend fand ich auch dieses Bild von der Boxerumarmung. Das ist ja ein drastisches Bild. Ich würde es aber unterstreichen für die Anfänge der westeuropäischen Integration, dass das alles mit Montanunion, auch römische Verträge, nicht aus der puren Liebe heraus geschehen ist. Da würde ich Ihnen zustimmen. Hohes Maß an Rationalität, dass da ein Hans von der Gröben als ehemaliger Wehrmachtsoffizier aus Königsberg neben einem belgischen Widerstandskämpfer, der Angehörige der Familie von in der Kommission sitzt und die im Grunde auch Geschichte ausschalten und nur nach vorne schauen. Aber geliebt haben die sich nicht. Auch diese Paketverhandlungsdynamik, der Zeitfaktor, der Zeitdruck, die Problematik der Reaktionsschnelligkeit, all das, denke ich, sind Punkte, die Sie auch zu Recht genannt haben. Auch dieser Vorteil der Deregulierung der nationalen Bestimmung, die gleichsam sich jetzt spießt mit der Deregulierung im globalen Kontext, fand ich sehr ein überzeugendes Argument. Am Ende haben Sie ja die 5 Szenarien aus dem Jahr 2017 erwähnt. Wenn man sich das alles durchspielt und durchdividiert, wie Sie ja wunderbar gemacht haben, bleibt am Ende nur, was Sie gesagt haben, nämlich Kerneuropa, Schäuble damals. Wir sind im Jahr 1994 wieder angelangt, differenzierte Integration vertiefen. Wie allerdings vertiefen und wie das zu regeln ist, vor allem mit dem Europäischen Parlament, das ja noch ein letztes Wort zu sprechen hat in der Causa von der Leyen, das bleibt wirklich noch abzuwarten. Ich darf die Diskussion eröffnen, meine Damen und Herren. Ich denke, wir haben sehr viele Anregungen bekommen, sehr viele Eindrücke, sehr viele auch nüchterne, pragmatische Zugänge.
die zeigen, wie dieses System, dieses, wie es sehr schön genannt wurde, ein verhandeltes Verhandlungssystem zur Weiterführung von Verhandlungen zu begreifen. Ist schwer nachvollziehbar, aber jetzt denke ich sehr verständlich und sehr klar und nachvollziehbar präsentiert. Aber the floor is open for discussion. Wir haben Mikrofone hoffentlich im Raum und ich warte auf die ersten Wortmeldungen. Bitte schön. Der Herr in der Mitte. Jawohl, der bekommt das Mikro und bitte Sie zum. Ich bin mir nicht im Klaren, ob ich eine Frage oder eine Anmerkung jetzt von mir gebe. Fragen Sie einfach, stimmen Sie mir zu. Ja, ja. Sie haben das Thema Brexit nicht angesprochen, in Bezug auf das Weitere. Mir würde die Antwort reichen, dass das fast zu groß ist, um es jetzt in diesem Rahmen noch anzusprechen. Aber ich würde auch eine andere Antwort begrüßen. Brexit ist notiert, Mittelosteuropa haben wir schon kurz angesprochen, wir sammeln ein bisschen. Ja, ja. Bitte schön, ja. Zur Personalie von der Leyen. Für wie relevant halten Sie es, dass diese Medizinerin und, um mit Kohl zu sprechen, Generalistin, also ich will damit sagen, sie hat wenig Ahnung von Wirtschaft und Finanzen, vermute ich mal, dass die an so wichtiger Stelle stehen wird? Oder? Sie haben es ja sehr schön charakterisiert, wie man das einzuschätzen hat, auch den europäischen Ratspräsidenten, einflussreich, aber machtlos. Aber ich notiere eine weitere Frage, bitte. Ja. Ich habe mal insofern eine Frage. Sie sprachen ja an, nicht ist Europa mit zwei Geschwindigkeiten oder unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sondern der unterschiedlichen Integrationen. Sie sprachen ja in Ihrem Gespräch, erwähnten Sie mit dem bulgarischen Botschafter, über die Einführung des Euro in Bulgarien anstelle der Lira. Aber gibt es nicht Staaten, die von vornherein da schon außen vor sind? Ich meine, dass damit Dänemark und Schweden per Volksabstimmung schon quasi und damit Dänemark sogar vertraglich sich hat festschreiben lassen, dass sie den Euro nicht einführen werden. Da stellt sich ja für mich jetzt die Frage, kann der Euro jemals ein allgemeines europäisches Zahlungsmittel werden? Nur jetzt als Beispiel. Gute Frage. Schöne Frage. Danke, Dieter. Haben wir noch eine oder können wir noch? Ja, bitte, Herr Ehmer. Zwei Sachen hätte ich. Das eine, das Personaltableau zu lösen, was könnte das Angebot des Europäischen Rates zum Parlament sein? Man diskutiert ja über die transnationalen Wahllisten, beziehungsweise wie könnte man die Agenda beeinflussen? Ich sag mal, auch die Grünen spielen mittlerweile ja auch eine Rolle. Wie kann man das beeinflussen? Und der andere Punkt ist eigentlich so, wieder auf mal den deutsch-französischen Motor anzuspielen, der stottert ja momentan ziemlich. Macron prescht mit vielen interessanten Vorschlägen vor und Deutschland liefert nie Antworten. Woran liegt das, dass Deutschland sich so wegduckt? Ist es wieder diese Führungsangst oder was ist da los da in Berlin? Mhm. Bei der vorletzten Frage von Herrn Ime wollte ich auch nachfragen. Von der Leyen, hat sie eigentlich nur eine realistische Chance, breite Zustimmung des Europäischen Parlaments zu bekommen und zu gewinnen, wenn sie wirklich sagt, was sie liefern wird, wenn sie sich festlegt auf Zusagen mit Blick auf die Versöhnung mit diesem enttäuschten Wählervotum. Wenn wir jetzt, glaube ich, mal die erste Runde so haben, das sind viele Fragen, können wir doch eine zweite Runde machen? Dann. Ja. Ja, danke schön. Also fangen wir mal mit dem Brexit an. Schönes Thema. Ich bin ein Befürworter des Brexit. Und allerdings habe ich es mir nicht so chaotisch vorgestellt. Die britische Mitgliedschaft in der Europäischen Union war immer ein Missverständnis. Und zwar ein Missverständnis von beiden Seiten. Die Briten haben gedacht, die Kontinentaleuropäer meinen diese ever closer Union, diese immer enger werdende Europäische Union nicht ernst. Und ihnen ging es ja immer nur um den Binnenmarkt. Und haben sich getäuscht. Und die Kontinentaleuropäer haben gedacht, na, wenn die erstmal am Tisch sitzen und merken, wie schön das ist bei uns, dann werden sie diese ever closer Union schon schlucken. Beide haben sich getäuscht. Und Großbritannien ist eigentlich schon seit dem Vertrag von Maastricht spätestens so ein Mitglied zweiter Klasse, weil sie sich immer weiter aus den Gemeinschaftspolitiken rausgezogen haben.
Ja, sie machen bei Schengen nicht mit, sie machen beim Euro nicht mit, sie machen bei der Sozialpolitik nicht mit, sie machen in großen Teilen der Rechts- und Innenpolitik nicht mit. Also sie waren da schon immer zurückhaltend, was sich geändert hat. Dann unter David Cameron war, früher haben die Briten immer gesagt, macht was ihr wollt, aber wir machen nicht mit. Und Cameron hat dann gesagt, so, ich will jetzt aber die Regeln des gesamten Spiels verändern. Es reicht mir nicht, nicht mitspielen zu müssen, ich will die Regeln des Spiels verändern. Und dann hat er versucht, das über die Bande zu spielen, indem er versucht hat, die EU mit dem Referendum zu erpressen und dann das Referendum zu gewinnen, um, nachdem er gezeigt hat, was er für tolle Zugeständnisse erreicht hat. Und das ist natürlich gründlich schiefgegangen. Ich war insofern immer ein Befürworter des Brexit, weil ich dachte, mit den Briten kriegen wir eine engere europäische Integration nicht hin. Und das meine ich gar nicht abschätzig, weil wenn einer nicht heiraten will, dann ist das ja als solches nicht zu kritisieren, aber eine gute Freundschaft ist besser als eine Zwangsheirat. Und was ich mir natürlich nicht vorstellen konnte, war, dass das dermaßen chaotisch war und ist, sondern ich dachte, es gelingt uns relativ schnell, ein Abkommen zu schließen, bei dem Großbritannien so nah wie möglich an der Europäischen Union ist, aber eben außerhalb, da gibt es ja auch Modelle, der europäische Wirtschaftsraum, das bilaterale Modell mit der Schweiz und so, ist ja nicht so, dass wir da bisher nichts hätten. Ja? So. Das hat aber alles nicht funktioniert und die ganzen Verhandlungen, die wir in den letzten Jahren geführt haben, waren ja eigentlich Verhandlungen innerhalb des britischen Kabinetts. Ja? Weil die sind sich ja nicht mal innerhalb der Tory-Partei einig, das kostet ja jetzt auch, wann wird der Neue nominiert heute oder morgen, und geschweige denn des Parlaments. Also insofern glaube ich, ist der Brexit unter diesem Aspekt ein Desaster, weil ich dachte, wir haben da ein großes Einvernehmen und eine enge Partnerschaft, denn Großbritannien ist natürlich wichtig in Europa. Sicherheitspolitisch wichtig, wirtschaftlich wichtig. Es sind auch gute Leute, also manchmal ein bisschen anders, aber die sind auch verlässliche Partner und so. Also das ist ja, also an der britischen Mentalität ist ja nichts falsch. Von der können wir ja wirklich auch profitieren. Und ich hoffe sehr, dass die da relativ bald mal auf die Füße kommen. Vermutlich erst, nachdem Boris Johnson über seine Füße gestolpert ist, dass wir da was hinbekommen. Also insofern halte ich den Brexit für ein Trauerspiel, aber nicht unbedingt als solches, sondern wegen dieser katastrophalen Situation, in der wir uns da befinden und die natürlich auch enorm viel Zeit und Energie gekostet hat in den letzten Jahren. Ja? Jeder Europäische Rat hat sich wieder mit dem Brexit beschäftigt, wieder mit dem Brexit und dann bleibt eben wenig Zeit für anderes. Mittelosteuropa haben Sie angesprochen, ja, in dem ursprünglichen Vorschlag des Europäischen Rates war ja auch der Bulgare Stanishev als Parlamentspräsident vorgesehen. Dem ist das Parlament nicht gefolgt und hat, ja, jetzt wählen Sie schon, wen Sie wollen, ja, so weit sind wir jetzt schon, und haben dann eben den italienischen Kandidaten gewählt, auch einen Sozialisten. Ja, so. Ansonsten hätte man da Bulgarien auch mit im Spiel gehabt, aber in der Tat ist die Frage jetzt das Interesse aus, war mittlerweile ja auch eine andere Bulgarin, Frau Georgieva, in der Diskussion als Ratspräsidentin, die jetzt bei der Weltbank ist. Also die sind nicht völlig vom Schirm, aber wenn es nur 4 oder 5 Positionen gibt, dann können natürlich auch nicht alle 27 bedient werden. Und ein Teil der mittelosteuropäischen Länder, die haben sich natürlich selber aus dem Spiel genommen mit Kandidaten, also Polen und Ungarn im Augenblick ganz speziell, die sagen, wir halten uns nicht an die Regeln und es ist uns wurscht, auch was der Europäische Gerichtshof beschließt, das ist natürlich nicht gerade ein Qualitätsmerkmal, um führende Positionen zu bekommen. Frau von der Leyen, ja, also ich kenne die Dame nicht persönlich, ich glaube schon, dass sie das kann. Die muss nicht Expertin für Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik und Agrarpolitik sein, dafür hat sie einen guten Apparat. Und das muss man auch mal sagen. Wir sind immer die Eurokraten, die hocken da auf ihren dicken Hintern, ja, und goldenen Sesseln und kriegen es immer nur so rein und so. Das ist wirklich Quatsch, meine Damen und Herren. Das ist wirklich ein qualifizierter Kader, diese europäischen Beamten und Angestellten. Sind auch nicht alles Nobelpreisträger, aber das sind wirklich gute Leute, die durch einen harten Auswahlprozess gehen und die da ganz gut zusammenspielen, die haben die Expertise. Der Kommissionspräsident muss das nicht können und die Kommissionspräsident, der muss das Powerplay können, der muss die Funktionen zusammenhalten, der muss wissen, an welcher
an welchem Seil er ziehen muss. Und dafür ist, glaube ich, Frau von der Leyen ganz gut geeignet. Erstens, wichtiger Punkt, sie spricht fließend Englisch, Französisch und Deutsch. Ja? Schon mal ganz wichtig. Weber kann kein Französisch. Schon mal schlecht. Ja? So. Und in der EU minus Großbritannien noch schlechter übrigens, weil das natürlich frankophoner wird. Dann, glaube ich, hat sie, also wer das Verteidigungsministerium so lange überlebt hat, ja, wenn auch mit Schatzern, das ist ja schon mal eine Leistung, weil das ist ja ein wirklich extrem schwer zu steuernder Apparat. Vorher war sie Arbeitsministerin, damit hat sie den größten Etat der Bundesrepublik Deutschland verwaltet, der ist also größer als der ganze EU-Etat. Also es ist nicht so, dass die Frau keine Erfahrung hat. Dass sie jetzt nicht Expertin für alles und jedes ist, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das wird in diesen Funktionen auch nicht verlangt. Wenn es ihr gelingt, das zusammenzuhalten, wenn sie clever genug ist, auf die Leute zu hören, wenn sie clever genug ist, auch herauszufiltern aus 5 verschiedenen Stellungnahmen, wo die Probleme liegen und wo die Chancen liegen, dann kann sie den Job gut machen. Ich denke, wie gesagt, ohne Frau von der Leyen persönlich zu kennen, dass sie das mit den Erfahrungen, die sie mitbringt, in 3 verschiedenen Bundesministerien, vorher mal in einem Landesministerium und so, und mit ihrer Kenntnis von Brüssel und in Brüssel geboren und die ersten 11 Jahre da gelebt und, dass sie das also schon, und 7 Kinder domptiert, ja, ein ganzer Rat domptieren, dass sie das ganz gut hinkriegen kann. So, nun haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, dass Sie sagen, ja, bei dem Euro, aber das ist genau der Punkt. Also der Vertrag sagt, der Euro ist die Währung der Europäischen Union. Punkt. Und dann haben 2 Staaten ein sogenanntes Opt-out. Das heißt, sie haben gesagt, wir machen da nicht mit und das ist im Vertrag geregelt. Das war Großbritannien, ist jetzt eh egal, und Dänemark. Schweden tut so, als hätte es ein Opt-out. Die hatten mal ein Referendum, was eigentlich schon vertragswidrig ist, weil die haben ja schon unterschrieben, dass sie den Euro übernehmen, aber hatten ein Referendum, da hat die Mehrheit sich gegen den Euro ausgesprochen, seitdem tun sie so, als wollten sie nicht. Und wir haben jetzt in der Europäischen Union 3 Gruppen. Wir haben die INS, also die drin sind in der Eurozone, das sind 19 Staaten. Dann haben wir die Pre-INS, also die noch nicht drin sind, die aber rein wollen, wie Bulgarien, übrigens auch Rumänien, ja, so, die auch Kroatien, die in die Währungsunion hinein wollen, wenn sie die Bedingungen erfüllen, da ist Bulgarien am weitesten, weil es eben diesen sogenannten Currency Board hat und die Währung da schon fest an den Euro angebunden ist, also keine Schwankungen, Kurswechsel, Veränderungen und sowas. Und dann gibt es die Outs, die sagen, auch wenn es vertragswidrig ist, machen wir aber nicht. Dazu gehören auch die Polen, dazu gehören die Tschechen. Ja, die sagen, ja, wollen wir aber nicht, und eben auch die Schweden. Und das ist genau das Problem. Ja, und deshalb muss man jetzt mal sehen, dass man nicht, weil ich meine, was soll man machen, soll die Bundeswehr hinschicken? Ja, scheitert schon daran, dass sie nichts fährt. Ja? Aber also können wir nur sagen, okay, dann müssen die ins, ob das jetzt die 19. Euro-Gruppe sind oder wer auch immer, eben alleine vorangehen. Und Maßnahmen, und da hat der Macron ja auch einen Vorschlag gemacht, das hat die Kanzlerin jetzt erstmal verwässert, dass er sagt, wir wollen ein eigenes Eurozonenbudget. Dass er sagt, die in der Eurozone sind, die schmeißen Geld zusammen und geben das aus, über das, was die EU so und so macht, für Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze schaffen, Infrastruktur, also für Kohäsion innerhalb der Eurogruppe. Ja, ich glaube, darauf läuft es hinaus. Welches Angebot wird Frau von der Leyen machen? Ja, Frau von der Leyen wird vermutlich auf das Parlament zugehen und wird sagen, ja Kinder, das ist jetzt doof gelaufen mit dem Spitzenkandidatenprozess, aber wir verankern das fürs nächste Mal richtig. Und das wäre auch der Vorschlag von Macron mit sogenannten transnationalen Listen. Also es gibt dann eine Liste Sozialdemokraten, Sozialisten, und die können sie in allen 27 Staaten wählen. Es gibt eine Liste Konservative und so. Das ist nicht spannungsfrei. Ja, weil wenn Sie dann auf einer Liste hier die braven Leute von der SPD haben und die korrupten Sozialisten aus Rumänien oder so, ob Sie die noch wählen wollen, ja, oder wenn Sie auf der EVP-Liste dann haben Herrn, was weiß ich, Frau Kramp-Karrenbauer und Herrn Orban. Ja, also ich will nur sagen, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja super, alles eine Familie. Aber ich glaube, dass von der Leyen in diese Richtung argumentieren wird und wird sagen, lasst uns das nächste Mal richtig machen, wobei sie da wiederum einen ungedeckten Scheck ausstellt,
wenn sie das macht. Wir können alle eifrig nicken und klatschen. Und es reicht dann hoffentlich über den 16. Juni. Aber, denn dazu muss der Vertrag geändert werden. Ja, dazu muss der Vertrag geändert werden. Und wenn nicht alle Mitgliedstaaten dem zustimmen, dann wird der Vertrag nicht geändert, denn die Änderung muss einstimmig sein. Also, insofern glaube ich ja, es gibt Angebote, aber sie wird ansonsten eben die üblichen Angebote machen, wie ich so sage, soziales Europa, Klimaschutz, Inklusion und so weiter, das hier was strategische Agenda, ja, globale Akteur, da hat sie natürlich eine hohe Glaubwürdigkeit als Verteidigungsministerin, die auch immer aktiv in der NATO sich für die mittelosteuropäischen Staaten eingesetzt hat und so. Also das wird irgendwie kommen, sie muss natürlich was vorgeben, aber ob sie es einlösen kann, ist eine offene Frage. Und das hat nichts mit dem Charakter der Ursula von der Leyen zu tun, sondern einfach damit zu tun, dass sie die Sachen nicht umsetzen kann und dass auch die Kommission sie zu einem Teil nicht umsetzen kann, zumindest dann nicht, wenn es um Vertragsänderungen geht. Und jetzt ist noch die Frage mit dem deutsch-französischen Motor. Naja, der stottert, weil die Deutschen irgendwie keinen Sprit reinkippen. Ja? So. Wir sind ja seit 2 Jahren in einem Zustand der Paralyse. Seit vor der Bundestagswahl, vor 2017, konnten wir erstmal nichts machen, weil wir Bundestagswahl hatten. Nach der Bundestagswahl konnte man nichts machen, weil wir versuchen mussten, Regierung zu bilden. Das hat dann ewig gedauert und nach 87 Fotos auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft ist die FDP dann ausgestiegen und dann ging es wieder von vorne los und dann mit der SPD. Und dann musste die SPD erstmal entscheiden, ob sie das eigentlich wollen. Und nachdem sie das dann gemacht hatten, waren CDU und CSU damit beschäftigt, sich gegenseitig das Gesicht zu zerkratzen. Und als das dann einigermaßen vorbei war und die Wunden abgeheilt waren, hat die SPD, das macht sie bis heute, wöchentlich überlegt, die Koalition zu verlassen. Und da bleibt dann ein wenig Zeit für Politik. Ja, so. Dazu kommt, dass natürlich die Kanzlerin eine Lame Duck ist, wie das im Politikjargon heißt, also ich möchte die Kanzlerin jetzt nicht mit einer Ente vergleichen, aber Sie verstehen, was ich meine, also es ist allen klar, ihr Term läuft aus, es fragt sich, wer übernimmt dann, Frau Kramp-Karrenbauer hat einen ausgesprochen schwachen Start gehabt, europapolitisch mit einem Artikel in der Welt, wo sie ehrlich gesagt den Franzosen überall aufs Schlimme gehauen hat und dann gekommen ist mit so einem ziemlich absurden Vorschlag, wir müssen jetzt gemeinsam Flugzeugträger bauen. Das heißt also, wir haben den Macron ziemlich am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und jetzt ist das Problem, dass er natürlich innenpolitisch sehr stark auch geschwächt ist. Und meine Damen und Herren, Gnade uns Gott, wenn die nächste Präsidentenwahl von Frau Le Pen gewonnen wird, dann gerät das ganze Modell wirklich ins Rutschen. Ja, insofern wären wir gut beraten gewesen, auch aus diesem Grunde, dem Macron, da muss man nicht alles akzeptieren, aber doch auf ihn zuzugehen und die Vorschläge zu prüfen und das eine oder andere zu übernehmen, das haben wir leider verpasst. Also die deutsche Politik ist seit 2 Jahren europapolitisch ziemlich handlungsunfähig. Vielen Dank für diese erschöpfenden, aber auch sehr klaren, zu allen aufgeworfenen Fragen gegebenen Antworten. Ich denke, dass vielleicht noch so von der Leyen nachzufragen wäre, sie hat sich ja, was vielleicht der deutschen Öffentlichkeit nicht so bewusst gewesen oder so genau zu verfolgen war, im Zusammenhang mit dieser permanenten, strukturierten Zusammenarbeit mit Blick auf Nukleus für eine spätere europäische Armee hervorgetan. Kann das ein Grund gewesen sein, der Macron auch bewogen hat, für sie einzutreten, jenseits dessen, dass er Lagarde wollte und wusste, wenn er Lagarde will, dann muss auch er einer deutschen Person einen Vorzug geben mit Blick auf die Kommissionspräsidentschaft, wenn nicht mehr, dann eben auch eine Frau. Wie sehen Sie diesen PESCO-Gedanken? Dann möchte ich noch einen anderen Punkt ansprechen, bevor wir gleich mit der Diskussion des Publikums einsteigen. Sie haben diesen permissiven Konsensus erwähnt, und bin ich nicht so ein akademischer, wie soll ich sagen, überkantitelter Begriffs-Johnny, sondern würde es nennen als automatische Zustimmungsfähigkeit ist abhanden gekommen. Vielleicht so, dieses Abhandenkommen einer automatischen Zustimmungsfähigkeit zu diesem Prozess. Und Sie haben in dem Zusammenhang auch gesagt, das Problem ist, dass das Ganze längst ins Politische gekippt ist und nicht mehr zu verkaufen ist als Technokratie und Markt und Wirtschaft, sondern dass es höchst politisch ist. Wie will man aus diesem Dilemma herauskommen?
dass diese Union letztlich ja doch auf dem Wege ist, eine ever closer Union zu werden, was die Briten eben dann vielleicht doch gar nicht so falsch wahrgenommen haben, und andererseits aber diese automatische Zustimmungsfähigkeit abhanden gekommen ist. Wie will das die Kommission, wie will das der Herr Charles Michel, wer auch immer, in welchen Positionen besetzt, lösen? Vielleicht. Ja, darf ich da direkt zu antworten? Also PESCO. PESCO ist ein schönes Beispiel, genau für diese differenzierte Integration. PESCO ist die englische Abkürzung für Permanent Structured Cooperation, also ständige strukturierte Zusammenarbeit. Das heißt, im Verteidigungsbereich machen die miteinander mehr, die mehr machen wollen. So, die PESCO hat leider ein Problem, nämlich dass alle mitmachen wollen. Ja, mit Ausnahme von Dänemark und Malta, die jetzt also nicht die entscheidenden militärischen Großmächte sind. Dahinter stand wie üblich eine Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Frankreich. Die sind sich nie einig. Das ist auch nicht schlimm. Normalerweise funktioniert der deutsch-französische Motor so, dass die sehr unterschiedliche Positionen haben. Dann einigen sie sich irgendwo auf der Mitte. Und das ist für die anderen dann auch akzeptabel. Ja, weil sie entweder mehr der einen oder der anderen Position zuneigen. Es ist nicht so, dass es da immer ständige Übereinstimmung gäbe. Ganz und gar nicht. Die Franzosen wollten eine kleine, schlagkräftige PESCO. Ja, also die haben gesagt, ein paar Länder und wir machen wirklich was und wir gehen voran. Die Deutschen wollten möglichst alle mitnehmen. Das ist dann auch gelungen. Jetzt haben sie 16 Projekte definiert, die sie abarbeiten wollen. Da sind wir weit von einer europäischen Armee entfernt, was wir Anfang der 50er Jahre mal vorgesehen hatten. Weit davon entfernt. Ja. Es geht wirklich um ganz konkrete Schritte der Zusammenarbeit, auch gemeinsame Rüstungsbeschaffung. Das ist natürlich immer ein kitzlicher Punkt, sobald Wahlkreisinteressen berührt sind. Ja, alle sind im Prinzip immer dafür, Geld zu sparen, indem man gemeinsame Anschaffungen macht, gemeinsame Rüstung. Wir geben es ja die Beispiele, die Amerikaner haben 2 Panzertypen, wir haben 16 oder so. Und wenn bei den Belgiern ein Ersatzteil ausfällt, können die Deutschen nicht helfen, weil sie einen anderen Panzer haben. Also solche Projekte sind das. Und da muss ich mal ein Beispiel erzählen. Also stellen Sie sich mal vor, jetzt gibt es eine Krise in Estland. Die Russen tauchen da an der Grenze auf. Und wir sagen, wir müssen jetzt Panzer von den Niederlanden nach Estland schicken. Vergessen Sie es. Ja, das geht gar nicht so einfach. Weil erstens, an jeder Grenze brauchen Sie Formulare, das dauert, das ist jetzt kein Scherz, 14 Tage. Bis zu 14 Tage. Weil dann muss dann die untere Naturschutzbehörde prüfen, ob der Panzer da überhaupt durchfahren kann. Und bla. Ja, es ist kein Scherz. Ja, das könnte ich vorstellen. Verstehen Sie, bis der Panzer nach Estland ist, ist der letzte Russe an Altersschwäche gestorben. Und jetzt geht es um solche Sachen. Weil da muss es dann auch die Brücken geben, da muss es die belastbaren Straßen geben, da muss das Paperwork wegfallen oder automatisch sein und, damit man da überhaupt was verlegen kann. Ja? Also um solche Projekte geht es im Augenblick. Und, aber vom Grundsatz her ist PESCO genau die Idee der differenzierten Integration. Ich glaube, das wird jetzt noch nicht so funktionieren, weil es eben zu allgemein ist. Aber vom Prinzip her ist es genau das. So, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Die klassische Antwort ist immer, wir müssen das Europäische Parlament stärken. Und hat das Europäische Parlament ein großes Problem. Es entsteht aus demokratischen, freien Wahlen, aber nicht aus gleichen Wahlen. Ja, das ist die sogenannte degressive Proportionalität, um nochmal zu zeigen, welche Fremdwörter kann. Und das bedeutet, wenn meine Frau und ich und meine beiden Töchter und die Schwiegersöhne oder was es da gerade so an Kandidaten gibt, wenn die alle gemeinsam zur Wahl gehen, dann haben wir zur Europawahl, dann haben wir weniger Stimmgewalt als ein einziger Malteser. Ja? So. Weil diese degressive Proportionalität den Kleinen relativ gesehen mehr Gewicht gibt als den Großen. Anders geht es auch nicht. Weil entweder sagen sie, naja, wir machen das im Verhältnis wie die Malteser, die haben 5 Abgeordnete bei 400.000 Menschen Bevölkerung, also 1 pro 80.000. Wir haben 1 pro 830.000. Ja, so. Aber wenn wir jetzt das maltesische System machen würden, dann hätten sie ein Parlament, das ist größer als der chinesische Volkskongress. Das ist nicht arbeitsfähig. Oder sie sagen, ja, wir nehmen das deutsche System, einer pro 800.000, dann brauchen die Malteser gar nicht aufzustehen. Ja, verstehen Sie? Das, und die Zypern auch nicht. Ja, so. Das heißt, das geht auch nicht. Also diese degressive Proportionalität ist eine Notwendigkeit, über die wir nicht rüberkommen. Das Bundesverfassungsgericht spricht deshalb dem Parlament ab. Das Parlament,
des europäischen Volkes zu sein und sagt, es ist das Parlament der europäischen Völker. So. Aber das können wir nicht beheben. Also ich sehe nicht wie. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, andere Elemente der Partizipation hinzuzuentwickeln. Das heißt, wir brauchen, das sagt sich jetzt natürlich auch leichter als sich tut, ein europäisches Demokratiemodell für das 21. Jahrhundert. Ja? Und das muss auf zwei Sachen gehen, auf Decision Shaping und Decision Making. Also Decision Shaping heißt, dass man zwar nicht entscheidet, aber eine Entscheidung beeinflusst. Ja? Das ist wie wenn Sie zu Hause mit den Kindern am Tisch sitzen und über den Urlaub reden. Die Kinder dürfen zwar letztendlich nicht mitentscheiden, aber ob die ningeln oder sich freuen, das ist schon ein wesentlicher Punkt. Das heißt, beim Decision Shaping, beim Formulieren der Entscheidung sind sie schon entscheidend beteiligt, auch wenn letztendlich Vater und Mutter sagen, wo es hingeht. Ja? So. Und das Zweite ist eben das Decision Making, also wirklich, wie werden Entscheidungen getroffen. Ich habe da jetzt nicht Staatenschuldes kleine Patentlösung. Ich sage nur, da müssen wir ran. Das ist wieder auch eine Aufgabe für die Wissenschaft, da mal zu überlegen. Ja? Würde ich nochmal sagen. Failure is not an option. Oder auf Deutsch, endlich gibt es nicht. Ja? Wir müssen überlegen, wie das gehen kann, um da Elemente einzubauen, dass die Menschen, es interessieren sich ja nicht 100% für Politik, man will auch nicht 100% teilnehmen, aber die teilnehmen wollen, auch das Gefühl haben, sagen, ja, ich bin in die europäische Politik so eingebunden, dass ich auch sagen kann, jawohl, das ist auch meine Europäische Union. Völlig wurscht, ob der da oben jetzt ein Belgier ist oder ein Deutscher oder ein Slowake. Dieses Verhältnis oder Missverhältnis zwischen dieser fehlenden automatischen Zustimmungsfähigkeit und das Abkippen in einen mehr und mehr immer zwingender werdenden politischen Prozess. Wie lässt sich dieses Dilemma auflösen? Bleibt es bestehen? Man muddling through, man wurschtelt sich weiter durch. Ja, in gewisser Weise bleibt das natürlich bestehen. Also das ist der sogenannte Spillover-Effekt. Ja? Das heißt, jede Entscheidung hat halt auch Nebenwirkungen und zieht weitere Entscheidungen nach sich. Das ist nun mal so. Ja? Das kennen Sie auch alle aus dem Privaten. Ja? Also wenn Sie sich ein Auto kaufen, müssen Sie auch tanken. So geht es schon mal los. Ja? Und dann muss das Ding auch zur Inspektion und dann brauchen sie eine Versicherung und wenn ja, und dann brauchen sie eine Garage und was weiß ich was alles. Also ich will nur sagen, die Entscheidung, das Auto zu kaufen, ist die Grundentscheidung, aber es gibt eine Reihe von Entscheidungen, die folgen darauf zwangsläufig. Und das macht diese europäische Integration natürlich immer intensiver, das ist ja eigentlich auch gut. Wir müssen nur eben verhindern, dass Menschen das Gefühl haben, da total fremdbestimmt zu werden. Was zwar eigentlich nicht stimmt, weil natürlich nicht nur im Europäischen Parlament sitzen ja die Vertreter der Mitgliedstaaten, sondern im Europäischen Rat sitzen ja auch. Und im Rat, also im Ministerrat, sitzen auch die Vertreter der Mitgliedstaaten. Es ist ja nicht irgendwie eine abgehobene Behörde in Brüssel, die dann irgendwelche Grausamkeiten sich überlegt, die sie über uns ausschütten will. Aber also ich glaube, an dem Punkt müssen wir arbeiten. Aber dass eins das andere nach sich zieht, das werden wir, glaube ich, nicht verändern können. Dankeschön, wir gehen wieder ins Publikum. Ich habe den Herrn Bessinger, dann habe ich Herrn Mühe und dann den Herrn Emer. Bitte. Und? Klar, Herr Gentlich. Da wir hier in einer Bank sind, würde ich Sie gerne auf den Euro ansprechen. Sie hatten ihn ja auch schon genannt. Und zwar hier speziell auf den einen Konstruktionsfehler, der in dem Euro dabei steckt, als dass er ja Länder zusammenbindet, die halt wirtschaftlich grob unterschiedlich in der Leistungsfähigkeit sind. Das wurde in den ganzen Jahrzehnten über Inflationsausgleich gemacht, geht ja nicht mehr mit dem Euro. Das heißt, es hat sich jetzt ein anderes Ventil, ein anderes Ausgleichsventil gebildet, nämlich der Interlandesverkehr, nämlich über die Tagesalden. Das heißt also, die schwachen Länder können über die EZB bei uns anschreiben oder bei den Staaten anschreiben. Und inzwischen hat sich halt ein Anschreiben von rund 1 Milliarde Euro gebildet, die tatsächlich ein ungedeckter Scheck sind. In den USA ist dasselbe System da, aber die müssen jeden 1. April die Salden ausgleichen. Wir konstitutionsmäßig nicht. Und da würde ich gerne wissen, wie man dieses Dilemma heilen kann, denn die Tagessalden steigen ja von Jahr zu Jahr. Das ist Dann sammeln wir weiter, Dankeschön. Dann Herr Emer, Mikro, dann Herr Lühr.
klar. Ich habe auch so ein paar Aspekte. Erstmal noch mal kurz zu Ihrer Panzerverlegung. Es gibt einen mit der vertieften Integration. Das verzerrt doch auch den Binnenmarkt, wenn man verschiedene Aspekte weiter integriert und von einem Stakeholder-Ansatz rangeht. Dann hat man doch trotzdem wieder eine Wettbewerbsverzerrung. Weil manche Länder machen mehr und haben andere Standards und dann das verzerrt ja den Binnenmarkt. Und das dritte war mit der EU-Ferne. Es gab in Marburg ja auch diese Diskussion, eine Vertretung der Regionen, also ein Rat der Regionen, dass man da wieder eine Präsenz macht, auch in dem Bereich Integration. Und das kann man ja halt in diesem Kerneuropa, wie das ja diskutiert wird, auch in der Eurozone verbinden, auch mit der gemeinsamen Fiskalpolitik etc. pp., was ja auch für diese Finanzsachen angesprochen wurde. Vielen Dank, Herr Lühe und Herrn Gerlich. Herr Schreitschulte, Sie haben das Einstimmigkeitsprinzip ganz kurz mal angesprochen. Halten Sie es für sinnvoll, da sich Gedanken zu machen, das abzuschaffen? Zweite Frage, sollte Frau von der Leyen Präsidentin werden der Kommission? Welchen Einfluss hat sie auf die Bestimmung der anderen Kommissare? Jetzt kommt noch Pulse of Europe, das ist Konstantin Gerlich. Ganz in der Mitte hinten. Ja, vielen Dank, lieber Herr Stratenschulte. Wenn ich Sie dann das nächste Mal für unsere Kundgebung einlade per Mail, dann schreibe ich gleich, dass wir Zeitung lesen und auch noch wissen, was Kataloge sind. Vielleicht sagen Sie ja dann... Die Zeitungen haben Sie, ja? Ja, genau. Vielleicht sagen Sie ja dann beim nächsten Mal zu. Nein, Spaß beiseite. Ich stimme Ihnen in fast allen Sachen zu, aber eine Sache wollte ich dann doch nochmal nachfragen oder klarstellen. Und zwar... Mit dieser hohen Wahlbeteiligung, ja, die ja wirklich die Europawahl ja jetzt auch geschaffen hat und das ja quasi auch ein Zeichen für das europäische Gedankengut und die europäische Idee ist, was würden Sie jetzt den Leuten sagen, die nicht wie bei Herrn Gela oder bei uns auf dem Platz stehen und sich wirklich mit Europa auch Gedanken machen, was würden Sie den Leuten sagen, wenn die zu Ihnen sagen, wir sind enttäuscht? Selbstverständlich können Sie dann sagen, Enttäuschung kommt von Täuschung, aber wenn Sie es sich nicht so einfach machen würden, was würden Sie dann sagen, ist ja diese hohe Wahlbeteiligung war ja auch eine Chance. Und meine Frage, ist die Chance jetzt erstmal vertan? Ist sie jetzt schon vertan? Oder ist das jetzt nur durch dieses Personengeschachere? Super. Dankeschön. Das war die zweite Runde. Danke. Noch eine Frage. In der ersten Reihe hieß sich noch ein wissbegieriger Zuhörer, der auch ein Fall stellt. Im Anschluss daran möchte ich einfach sagen, Sie sprachen das Wort Fremdbestimmtheit an. Fremdbestimmtheit und Täuschung. Täuschung des Wählers. Den Vortrag, den Sie gehalten haben, wäre vielleicht aus meiner Sicht wichtiger, wenn man den vor einer Wahl hält. Dann würden manche Wähler vielleicht anders entscheiden. Wenn ich natürlich Kandidaten aufstellen lasse und jetzt anfange, er kann nicht Französisch, deswegen wird er nicht akzeptiert von anderen. Das wusste ich alles vorher aus meiner Sicht. Ich habe das Gefühl, und Sie haben den Fall Oettinger erwähnt, dass Politiker, die in der Bundesrepublik, ich sage mal, fast gescheitert sind, die gehen nach Europa. Es findet keine Aufbruchstimmung statt. Es sagt nicht einer, ich bin eine Persönlichkeit, ich gehe nach Europa, das will ich nach vorne bringen. Man tummelt sich lieber in der Bundesrepublik rum und wenn man dann merkt, sage ich jetzt mal, Sie können den Fall Oettinger fast nehmen wie von der Leyen, wenn man sagt, also irgendwo müssen wir jetzt mal was tun bei der Bundeswehr, dann gehst du mal am besten nach Europa hin und dann wird sofort genickt. Vielleicht wird sich das auch eines Tages so einfach herausstellen. Das ist einfach so das Problem, dass gute Politiker, die in der Bundesrepublik sind, freiwillig nach Europa gehen und sagen, dort will ich was voranbringen. Das sieht man ja auch an der Kanzlerin, die theoretisch eine Persönlichkeit ist, die Europa vielleicht nach vorne bringen könnte. Danke. Ja, fangen wir mal bei dem Euro an. Ich mache es mal wieder chronologisch. Der Euro ist keine währungspolitische Entscheidung, sondern eine politische. Der Euroraum ist kein sogenannter optimaler Währungsraum. Da gibt es eine Theorie drüber, da hat der Theoretiker so einen Nobelpreis für gekriegt. Übrigens. Der hat es schon 1963 geschrieben, hat es dann aber erst gekriegt, als der Euro eingeführt wurde. Herr Mandel, Kanadier.
Der hat gesagt, also eine gemeinsame Währung braucht einen gemeinsamen Währungsraum mit also gemeinsamen Faktoren. Und das war die sogenannte Krönungstheorie, die sagt, also man muss erst die Gemeinsamkeiten schaffen und dann, wenn man das geschafft hat, sozusagen als Krone obendrauf, so wie der Milchschaum auf den Cappuccino, ja, da kommt dann die gemeinsame Währung. So, das war die Idee. Dann kam aber die deutsche Einheit. Und die deutsche Einheit hat, das dürfen wir nicht vergessen, das gesamte Kräftegleichgewicht durcheinander gebracht. Also, ich sagte ja vorhin schon, die EU ist nicht auf Liebe und Vertrauen gebaut, sondern auf Hass und Misstrauen. Das hat sich dann alles ein bisschen reduziert. Aber es war immer klar, die Voraussetzung für die Europäische Union war immer, dass nicht einer die anderen dominiert und schon gar nicht, dass Deutschland die anderen dominiert. Und das war auch ganz gut gegeben. Ja, Deutschland war wirtschaftlich ein bisschen stärker, Frankreich war politisch stärker, im Sicherheitsrat, Atomwaffen, wie weit die fliegen, wird immer diskutiert, ja, aber bis Deutschland käme es auf jeden Fall. Und dann gab es noch Großbritannien, also es war so ausgeglichen. In dem Augenblick, in dem die Mauer gefallen ist und die deutsche Einheit sich abgezeichnet hat, war klar, dass es in der Europäischen Union eine klare Nummer 1 geben wird. Und das hat unsere Miteuropäer nicht gefreut. Schlicht und ergreifend. Am 9. November 1989 ist die Mauer gefallen, am 9. Dezember 1989 ist der Euro beschlossen worden. Das ist kein Zufall. Jahrelang gab es schon Diskussionen über eine gemeinsame Währung oder über Annäherung der Währung. Wir hatten ja schon eine Währungsschlange und es gab schon immer Überlegungen. Das wird immer als Argument ins Feld geführt, die Überlegungen sind viel älter, das stimmt auch. Aber wir müssen ja in der Politikwissenschaft auch mal fragen, nicht nur wann entsteht eine Idee, sondern wann kriegt sie Wind unter die Flügel. Und der Wind unter den Flügel war der Mauerfall und die sich abzeichnende deutsche Vereinigung. Und da auf die deutsche Vereinigung gab es zwei Reaktionen. Die Reaktion der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, die hat gesagt, ich stelle mich auf die Schiene und halte den Zug der deutschen Einheit auf. Hat sie auch gemacht, sie hat sie auf die Schiene gestellt, dann kam der Zug der deutschen Einheit, Ende Margaret Thatcher. Und der Ansatz von Mitterrand und dem französischen Kommissionspräsidenten Jacques Delors, der gesagt hat, das sind jetzt meine Worte, wenn der Hund größer wird, braucht man eine stärkere Leine. Ja, so. Das heißt, man muss das Machtmittel der Deutschen vergemeinschaften und das Machtmittel der Deutschen war nicht die Bundeswehr, sondern war die D-Mark. Deutschlands Atombombe hat der Mitterrand das genannt. Das ist kein Scherz. Und zwar nicht, weil er dachte, dass die Deutschland alles zerstören wollen, sondern das war wie seine Atomwaffen ein Machtinstrument, ja, mit dem man die anderen dominieren kann. Helmut Kohl hat die Deutschen gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung in den Euro geführt. Die Älteren von Ihnen werden das erinnern. Ich halte das für eine große Leistung. Kann man nur nicht oft machen. Ja, in einer Demokratie hat er ja auch bezahlt. Und das heißt, die Begründung für den Euro war politisch und nicht wirtschaftlich. Der hat auch wirtschaftlich Vorteile, ist überhaupt keine Frage. Und Sie können, ja, so. Und jetzt war die Frage, wie verkaufen wir das? Und da zeigt sich mal wieder, ja, jetzt sage ich es mal ein bisschen salopp, weil sie schon ein bisschen später am Abend ist, Lügen haben kurze Beine. Ja, so, man hat das damals nur mit so Larifari-Argumenten verkauft. Wenn Sie nach Italien fahren, dann brauchen Sie nicht mehr umzutauschen, dann wissen Sie vielleicht, was der Espresso kostet und laberababa. Ja? Und dann gab es das tolle Beispiel, wenn Sie durch die anderen 11 EG-Länder fahren, wir waren damals 12, und an jeder mit 100 Mark und an jeder Grenze tauschen und aber nichts ausgeben, dann haben Sie hinterher nur noch 27,50 Mark oder so. Ja? Ich bitte Sie, wessen Lebensrealität bildet das denn ab? Ja? Wer fährt denn durch 11 Länder, tauscht an jeder Grenze und gibt nie was aus? Das heißt, man hat den Deutschen eine Schönwetterfahrt versprochen. Und als es dann stürmisch wurde, und das war mit der Euro-Krise, haben die Leute natürlich gesagt, hey hoppla, das hatten wir nicht gebucht. Was man damals hätte tun müssen, wäre den Menschen zu sagen, wir brauchen den Euro, damit die Franzosen keine Angst haben vor uns. Da hätten die Leute natürlich gesagt, wenn die Franzosen Angst haben, sollen sie zum Psychiater gehen. Weil wir wollen ihnen ja nichts tun, was glücklicherweise sogar stimmt. Ja? So, aber man hätte sozusagen sagen müssen, ja, wir zahlen hier einen politischen Preis
Und das kann uns auch was kosten, aber das ist es uns auch wert, denn wir kriegen dafür die deutsche Einheit und wir kriegen dafür die Einheit in Übereinstimmung mit unseren europäischen Partnern. Denn eins ist natürlich Voraussetzung für ein gedeihliches Miteinander, dass der eine nicht Angst hat vom anderen. Und das ist dadurch gegeben. Und das ist uns jetzt auf die Füße gefallen. Die AfD, vergessen Sie das nicht, hat sich im Widerstand gegen den Euro gegründet. Auf das Flüchtlingsthema haben die sich nur draufgesetzt. Das gab es ja damals gar nicht. Ja, so. Und also das war so der Widerstand. Und insofern haben Sie völlig recht, dass wir jetzt letztendlich, also an der Griechenland-Krise haben wir ja gut verdient übrigens. Ja, so. Ja, ist kein Scherz. Wir haben auch gut verdient, weil Herr Schäuble zwischenzeitlich als Finanzminister Anleihen aufgelegt hat mit 98,5%. Das heißt, die Leute haben uns 100 Euro gegeben und waren zufrieden, wenn sie dann 98,50 € wiederkriegen, weil sie gesagt haben, Hauptsache sicher. Dass wir jahrelang die schwarze Null haben, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Kreditzinsen dermaßen niedrig sind, dass der Staatshaushalt da gut refinanziert werden wollte. Aber wir haben völlig richtig mit den Target-Saldos natürlich ein potenzielles Risiko. Ja, so. Das platzt so lange nicht, solange man nicht verlangt, dass sie das zurückzahlen. Ja, also man muss eigentlich immer weiter so tun. Und, aber letztendlich werden wir auch nicht drum rumkommen, da noch ein paar Korsettstangen einzuziehen. Und das wird uns auch was kosten. Ja, auch Griechenland ist nicht durch. Ja, die können ihre Staatsverschuldung alleine nie abbauen. Ob Herr Tsipras oder Mitsotakis oder wer auch immer, ist völlig wurscht. Also, ich will sagen, ja, das ist damals falsch kommuniziert worden. Nicht, weil wir das alle nicht gewusst hätten, sondern wir haben gesagt, das können wir den Bürgern nicht zumuten. Sonst sind sie nicht dafür. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. So, Sie haben angesprochen die schnelle Verlegung von Transportmitteln und so bei Katastrophenhilfe und sowas. Ja, das ist auch eine gute Sache, aber das ist noch was anderes als die Panzer und das Militär. Und wir haben ja auch in der EU, wir haben ja auch seit 2007 Battlegroups. Wir haben immer zwei Gruppen, die sind in ständiger Bereitschaft. Das ist ein System, das funktioniert hervorragend, solange es nicht in Anspruch genommen wird. Und es ist auch noch nie in Anspruch genommen wird. Ja? So. Weil es nämlich in Wirklichkeit bedeutet, wenn diese Battlegroup in Anspruch genommen werden sollte, dann muss man die erstmal zusammenholen aus verschiedenen Ländern, dann müssen die erstmal ein paar Tage miteinander üben und trainieren und dann ja, können die irgendwo hinfahren. Also da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen, und, aber ich glaube, da sind wir uns ja auch einig. Verzerrt die differenzierte Integration den Binnenmarkt? In gewisser Weise ja, aber es ist eben die Frage, wie man es macht. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Es gibt die Diskussion über eine europäische Arbeitslosenrückversicherung. Da gibt es gleich sofort einen Aufschrei, sonst sollen die Bulgaren unser Arbeitslosengeld kriegen und dann, ja, klar, ist natürlich Quatsch. Sondern natürlich kriegt jeder in seinem Land sein Arbeitslosengeld, auch in seiner Höhe, und die Bulgaren ein anderes als die Deutschen. Aber eine Rückversicherung ist ja etwas, was, wenn die Versicherung zu viel zahlen muss, das haben sie auch bei der Feuerversicherung und sonst was, dann hat die wiederum nochmal eine Versicherung, die dann einspringt. Ja, das wäre so ein konkretes Element der Solidarität. Das kann man auch machen mit 19-Euro-Staaten oder 15-Staaten oder was auch immer. Ja, wenn Sie jetzt sagen, wir machen unterschiedliche Umweltstandards oder so, ja, das verzerrt den Binnenmarkt. Dann auch natürlich, wenn der deutsche Unternehmer sagt, ich habe höhere Produktionskosten als der, ja, ich fantasiere jetzt mal was, der rumänische Unternehmer, weil der geringere Umweltvorschriften einhalten muss als ich, dann haben Sie da natürlich eine Verzerrung, und insofern muss man das im Einzelfall sich anschauen. Aber auch wenn man sagt, wir machen eine eigene Eurokasse und damit finanzieren wir zusätzliche Infrastrukturprojekte, ja, das kann man ja machen. Ja, und das wäre allen zum Guten. Der Rat der Regionen, ja, das ist ja ein Beratungsorgan. Ja, das also die Europäische Union beraten soll in allen Fragen, die Regionen betreffen. Es gibt da auch den Wirtschafts- und Sozialausschuss. Wie heißt denn das Ding eigentlich richtig? Der Ausschuss der Regionen heißt er, genau. Ja. Und dann gibt es noch den Wirtschafts- und Sozialausschuss, der von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt wird. Das sind Beratungsorgane. Das ist gut, dass die sich da treffen und sich untereinander vernetzen und so, aber großen Einfluss hat er nicht. Ja, und wird er auch nicht kriegen. Das Einstimmigkeitsprinzip, das wird eben sehr oft gesagt, wir müssen
das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen, dass man mit Mehrheit entscheiden kann. Das ist gut, aber man darf es natürlich nicht überschätzen. Tatsächlich ist es so, wie Sie, das ist wie eine Familie. Ja, da können Sie auch sagen, Mehrheitsabstimmung, aber wenn es wirklich ums Grundsätzliche geht, dann können Sie einen Einzelnen nicht überstimmen. Ja, so einfach ist es. Und vor allem nicht, wenn der sich da nicht dran hält. Ja, und sagt, und wie gesagt, wir haben ja keine Eurocops, die Herrn Orban oder Frau Merkel oder wen immer verhaften könnten, wenn die gegen europäische Gesetze verstoßen. Ja, steht ja nicht. Der Vorteil bei der Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips ist nicht, dass man sehr viel mit Mehrheit abstimmen kann, sondern dass man alle bedrohen kann, dass man mit Mehrheit abstimmen würde. Also bisher ist es so, wenn es Einstimmigkeit ist, dann müssen Sie sich nur zurücklehnen und sagen, nö, mache ich nicht. Und Sie stehen auch von zu Hause unter Druck, natürlich, dass die sagen, da sagst du nein und dann passiert es nicht. Wenn die Gefahr besteht, dass Sie überstimmt werden, dann werden Sie sich in den Prozess einbringen und auch zu Hause sagen können, Herr Kinner, es war besser, ich habe das mit beeinflusst, als die hätten mich überstimmt und dann wäre es alles schlimmer geworden. Also ich glaube, der große Wert in der Reduzierung des Einstimmigkeitsverhältnisses liegt nicht darin, dass wir dauernd Mehrheitsentscheidungen haben und irgendeine Minderheit, egal welche Staaten das sind, gegen die Wand drücken, sondern dass sie kompromissbereiter macht. Welchen Einfluss hat Frau von der Leyen auf die Auswahl der Kommissare? Theoretisch einen großen, praktisch einen geringen. Also theoretisch ist es so, dass die Kommissionspräsidentin sich dann aus jedem Land einsucht. Faktisch ist es so, dass die Länder ihr jemanden schicken und dann kann sie im Einzelfall mal sagen, nee, den noch wirklich nicht. Ja? Drei Vorstrafen und ja, elektronische Fußfessel und so, also das geht nun gar nicht. Also im Einzelfall hat sie da schon Einfluss drauf, aber und sie kann immer auch mit dem Parlament drohen, denn das Parlament muss ja auch die Kommission als Ganze bestätigen. Ja? So, also das Parlament wählt zweimal. Es wählt die Kommissionspräsidentin und bestätigt dann nochmal die Kommission als Ganzes. Die werden auch immer angehört vom Parlament, die Kandidaten, die werden richtig gegrillt. Ja, also da geht es schon zur Sache und es passiert jedes Mal, dass das Parlament Einzelne zurückweist. Also im Einzelfall geht das schon, aber so im Prinzip, dass Frau von der Leyen jetzt sagen könnte, unter 500 Millionen Bürgern suche ich mir jetzt die 27 Klügsten, oder wenn die Briten dann wechseln, die 26 Klügsten, so geht es nur in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Und sie kann ja auch Kommissare und Kommissarinnen entlassen. Ja, das Recht hat sie. Ja, aber auch nicht bei Verfehlung, aber auch nicht aus DAFKE. Ja, also Frau Merkel könnte heute Herrn Maas rauswerfen. Das wäre nicht gut für die Koalition, ja, so logischerweise. Aber theoretisch könnte sie, weil einfach sagt, der Kerl geht mir auf die Nerven. Ja, so. Also ohne Begründung auch. Und das kann die Kommissionspräsidentin nicht, sondern nur bei Verfehlungen kann sie dann die Entlassung eines Kommissars betreiben. Aber de facto, also wenn die nicht das Tafelsilber klauen, dann sind die da für 5 Jahre installiert. So, jetzt kommt die hohe Wahlbeteiligung und die Enttäuschung der Menschen. Ich bin nicht sicher, dass die relativ hohe Wahlbeteiligung insgesamt und in Deutschland, in anderen Ländern war es ja nicht unbedingt so, Bulgarien 32%, dass sie nur auf das Spitzenkandidatenprinzip zurückzuführen ist. Ja? Also, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, so ein Fetzer war Herr Weber jetzt nicht, ja? Dass die Menschen gesagt haben, boah, ja? Das ist sozusagen unser Mann und dafür tun wir alles. So, sonst wäre auch das Wahlergebnis der CDU noch anders, CDU, CSU noch anders gewesen. Sondern ich glaube, es gab schon eine ganze Reihe von Gründen für die hohe Wahlbeteiligung, auch die, dass diesmal doch viele Menschen begriffen haben, es geht um was. Und es war ja auch interessant, dass also auch Buchhandlungen und Industrieunternehmen und Bahnunternehmen und alle möglichen getrommelt haben für diese Europawahl. Ja, und gesagt haben, hier geht es um was, geht hin und so. Ich glaube, das Spitzenkandidaten-Argument war eins von vielen. Ich glaube nicht, dass es der entscheidende Faktor war. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Enttäuschung. Und jetzt fragen Sie mich, wie würde ich das erklären? Also erstens könnte ich sagen, Badging. Ja, so, das wird von führenden Bundespolitikern benutzt. Von einer ganz besonderen, genau. Aber ich würde sagen, ja, der Punkt ist,
Die Europäische Union ist eine große Konsens- und Kompromissmaschine. Und in einem Kompromiss kriegt man nie alles, was man will. Das ist das Wesen des Kompromisses. Ja? Und das ist auch so. Und wenn zwei Institutionen zusammen eine Entscheidung treffen müssen und schon in der einen Entscheidung gibt es für die Lösung A keine Mehrheit und in der anderen auch nicht, dann kann ich nicht erwarten, dass das funktioniert. Also da muss man sagen, ja, das ist die Problematik europäischer Kompromissbildung. Aber jetzt sage ich auch nochmal, das haben wir doch in der Stadt und im Land und im Bund auch. Ja, da passiert auch nicht alles so, wie man es sich vorher vorgestellt hat. Und das wäre meine Erklärung. Das ist jetzt vielleicht nüchtern und nicht so empathisch, aber ich glaube realistisch, dass man sagt, ja, es ist halt Kompromiss und da kann man sich jetzt auch drüber ärgern, auch zu Recht, weil da falsche Erwartungen geweckt wurden. Aber es ist auch nicht der Untergang des Abendlandes. Also das muss man jetzt, glaube ich, auch so sehen. Und jetzt haben Sie gesagt, naja, jetzt kommen wir nur, es kommt kein Aufbruch und so. Also ich glaube, es hat sich schon geändert. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, Frau Barley, ja, das ist schon, gut, die SPD steht jetzt insgesamt nicht so gut da, aber sagen wir, sie war ja eine der Hoffnungsträgerinnen der SPD. Ja, jetzt sage ich mal bösartig, deswegen hat Frau Nahles sie auch nach Brüssel geschickt, ja, bevor sie dann das Schicksal doch selber ereilt hat. Weil sie, also aus, das ist meine Lesart, weil sie genau wusste, hoppla, wenn mir einer gefährlich werden kann, dann die Barley. Ja, so. Aber das ist schon, oder vor Jahren der Bütikofer von den Grünen, der hier eben Bundesvorsitzender war und der dann gesagt hat, und der mittlerweile Vorsitzende der Europäischen Grünen ist, gesagt hat, ich gehe nach Brüssel und bleibe nicht im Bundestag. Er hätte auch im Bundestag bleiben können. Und also insofern glaube ich, gibt es da schon Aufbruch. Diese Nummer, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa, das ist lange vorbei. Das ist lange vorbei. Ja, so. Wie gesagt, es gibt da auch ein paar Spesenritter und ein paar Deppen, das ist überhaupt keine Frage, die gibt es überall. Aber insgesamt kann man schon sagen, sind das sehr engagierte, auch clevere Leute, die da auch wirklich also viel Energie und Herzblut investieren. Da muss ich auch noch mal einen letzten Satz dazu sagen. Ich meine, das Problem mit dem Europäischen Parlament ist, es wird nicht hinreichend wahrgenommen. Und das hat auch damit zu tun, dass es zu viel arbeitet. Das Europäische Parlament hat 40 Sitzungswochen. Der Bundestag hat 22. Ja, wir haben 96 Europaabgeordnete in Deutschland, aber 714 Bundestagsabgeordnete. Das heißt, wenn Sie jetzt mal überlegen, wie viel Zeit die haben, das auch in die Wahlkreise zurückzukoppeln. Wie viel Zeit die haben, auch mal beim Kindergartenfest oder bei dem Infostand oder bei der Schulfeier oder bei 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Hildesheim Süd dabei zu sein, dann ist das im Vergleich zu den Bundestagsabgeordneten enorm reduziert. Denn es gibt achtmal so viele Bundestagsabgeordnete, die halb so viel zu tun haben. Ja, und die sind ja auch nicht faul, das unterstelle ich ja nicht. Und das heißt, die zweite Funktion, die ein Parlament hat, die erste ist natürlich, den Willen des Volkes nach oben in die Entscheidungen zu tragen. Aber die zweite Funktion ist meines Erachtens, die Entscheidung von oben auch wieder nach unten zu kommunizieren. Die erfüllt dieses Parlament unzureichend. Und wahrscheinlich, wenn ich Ihnen jetzt einen Zettel gäbe, dann würden die allermeisten von Ihnen keine 5 Europaabgeordneten zusammenkriegen, die Sie kennen. Ja, so. Und das liegt aber nicht daran, dass das faule Socken sind, sondern es liegt einfach daran, dass die Leute hier im nationalen Raum kaum präsent sind, präsent sein können. Ich habe neulich, ich habe es vorhin schon erzählt, eine Diskussion moderiert mit dem Bütikofer und einem Abgeordneten von den Linken in Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Ja, die haben einen Aktionskreis, den sie betreuen müssen, von 200 Kilometern. Ja? So, das in Berlin haben sie es ja noch gut, da wohnen ein paar und das ist ja ein Stadtstaat. Da geht noch vieles. Und deshalb, glaube ich, müssen wir hier was verändern und mein Vorschlag wäre auch, ehrlich gesagt, die Sitzungswochen des Europäischen Parlaments drastisch zu reduzieren und die Ausstattung der Parlamentarier drastisch zu verbessern. Ja? Die haben ein durchschnittlicher amerikanischer Kongressabgeordneter, hat 18 Mitarbeiter. Ein Europaabgeordneter hat 2. Ja? Und der macht von Fahrdienst organisieren, bis Klopapier fürs Büro einkaufen, bis Pressekonferenz vorbereiten, bis rausfinden, wie schädlich Acrylamid in Geochips ist und so, machen die zwei alles. Ja, so. Und das noch in Brüssel, Straßburg und im Heimatwahlkreis.
Das ist ganz schwierig. Wenn dann Europaabgeordnete sich noch irgendeine Form von Privatleben leisten, und eigentlich wollen wir das ja auch, weil wir wollen ja irgendwie auch Leute haben, die psychisch stabil und gesund sind, dann wird das unheimlich eng. Vielen Dank für diese offenen, klaren Worte, diese klaren Positionierung, meine Damen und Herren. Ich sage immer nach einer Veranstaltung, wenn wir einen Vortrag beurteilen sollen, nach Kriterien gibt es nämlich drei, die dafür sprechen, war Aufmerksamkeit vorhanden. Nummer eins war schon nach dem Vortrag lang anhaltender Applaus zu verspüren und war die Diskussion entsprechend gehaltvoll, würde ich sagen, dreimal Volltreffer. Vielen Dank, Herr Stratenschulte, für Ihre Ausführungen.